Los, Jungs, aufstehen! Sonne, Freiheit! Oh, das ist auch ein bisschen leiser, du nervst. Jetzt stell dich nicht so an. Das ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Ich kann überhaupt nicht erwarten, dass es losgeht. Na los, raus da! Ja, ja, das ist wieder mal typisch. So eine kleine Streberin ist natürlich wieder die erste im Wasser. Ja, aber ich werde sie sehr vermissen, glaube ich. Ja, ich auch. Kommt rein, ihr Feiglinge, das Wasser ist toll! Los! Jetzt reibt euch mal ein bisschen den Schlaf aus den Augen. Komm! Wir versprechen uns, dass wir immer Freunde bleiben. Okay, Musketiere? Okay. Okay. Rein jetzt, los! Helen, wir sind spät dran. Müssen wir halt noch ein bisschen üben. Ich verstehe es einfach nicht. Bei uns ist doch alles in Ordnung und es ist der richtige Zeitpunkt. Warum klappt's denn dann nicht? Vielleicht hat Frank Junior einfach keine Lust, im Winter geboren zu werden. Frank Junior, woher willst du wissen, dass es ein Junge wird? Männliche Intuition. Aber eine kleine Elin nehme ich genauso gern. So, komm. Wollen wir nicht heute hier bleiben? Komm, wir schwänzen. Wir fahren ans Meer. Wir könnten schwimmen und ein bisschen üben. Super Idee. Und die Apotheke? Bleibt einfach geschlossen. Entschuldigung, die Leute können auch einmal ihre Tabletten woanders kaufen. Elin, die Konkurrenz schläft nicht. Jonas. Hey, Mia. Dein Gladiator meldet sich zurück aus der Wüste. Ich bin gerade in der Besprechung. Ich muss dich gleich zurückrufen, ja? Wächst du etwa so deine Sieger? Champagner solltest du über mich gießen. Ja, später, später. Jetzt komm. Also, wo waren wir gleich stehen geblieben? Okay, hier. So wird's aussehen. Das sind aber die Bilder vom letzten Jahr. Trotzdem haben Sie dann schon mal einen Eindruck. Entschuldigen Sie bitte, es geht gleich weiter. Nehmen Sie sich einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Das ist wirklich ausgezeichnet. Sag mal, hey, Baby. Du lernst es nie, oder? Hallo. Komm. Hey, ich bin dein bestes Pferd im Stall, also habe ich auch ein Recht auf deine ganze Aufmerksamkeit. Außerdem habe ich während des ganzen Rennens nur an dich gedacht. Hey, sag bloß, du hast mich nicht vermisst. Na klar habe ich dich vermisst. Ich habe gerade eine Besprechung mit Söderlund. Und wenn wir den Deal bekommen, dann können wir uns glücklich schätzen. Besprechung. Das kannst du machen, wenn ich unterwegs bin. Du sag mal, wann wirst du eigentlich endlich erwachsen? Was? Mein Job besteht hauptsächlich darin, dafür zu sorgen, dass es dir... Dass es mir gut geht, ich weiß. Und wenn du möchtest, dass ich die nächsten Rennen auch gewinne, musst du auch was dafür tun. Entschuldigung, wo ist der? Links. Danke. Okay, da musst du dich aber leider noch ein bisschen gedulden. Oh. Und wir haben 2 Wochen für das Rennen in Mexiko. Schade. Es gefällt mir irgendwie, dich hier am Felsen ein wenig zu bedrängen. Ja, reiß dich zusammen. Später. Um 10. Schon anstrengend sein, sich den ganzen Tag um sein Kind zu kümmern. Soll aber auch ganz schön sein, habe ich gehört. Wart's mal ab. Ich?
Ich will doch keine Kinder. Spinnst du? Niemals. Wie alt bist du jetzt noch mal? 15. Dann warten wir so vielleicht 10 Jahre, dann sieht die Sache schon anders aus. Kinder haben ist doch was Schönes. Was hat manche Mütter sich auch in der Babyklappe abgeben? Ach komm, Annika. Ich weiß nicht, was deine Mutter für Probleme hat und warum sie dich weggegeben hat, aber eins kann ich dir sagen. Ich bin ganz froh, dass es dich gibt. Warum hast du keine eigene Familie? Ja, klappt eben nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. So, komm, Stein ausmisten. Und grüßen Sie Ihren Mann, Frau Larsson, alles Gute. Danke. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen fürchterlichen Jetlag. Ich kann nicht schlafen. Ich brauche ein Schlafmittel. Ja, da habe ich was. Es ist rein pflanzlich, macht auch nicht allzu müde. Ja, das habe ich schon mal probiert. Das wirkt bei mir nicht. Ich brauche was Stärkeres. Ah, was Stärkeres. Schauen wir mal. Jonas. Helen. Sie kennen sie? Das kann man wohl laut sagen. Das gibt's ja nicht. Hallo. Mein Gott, was machst du hier? Ich dachte, du bist im Urwald und bei den Gorillas und so. Ja, und du irgendwo zwischen Paris und Dakar. Du bist ja sowas wie ein Nationalheld inzwischen. Ach was. Das ist unglaublich. Ach so, Jonas Berggren. Wir sind zusammen in Sommerland auf die Schule gegangen. Das ist Frank, mein Mann. Freut mich. Hallo, freut mich sehr. Letztes Jahr Rallye Monte Carlo. Bin zwar nicht der große Fan von Autorennen, aber Sie sind mir natürlich ein Begriff. Kein Problem. Du hast mir gar nicht erzählt, dass ihr zusammen auf der Schule wart. Naja, ich hole ihm mal das richtige Schlafmittel. Ja, vielen Dank. Sag, wie kommt das? Hast du Pharmazie studiert? Nein, ich habe genau das studiert, was ich auch immer studieren wollte. Biologie mit Schwerpunkt Primatenforschung. Ich wollte auch eigentlich nach Borneo, aber ich habe Frank kennengelernt, verliebt, geheiratet, jetzt bin ich hier. Ja, ist ja okay. Funktioniert halt nicht immer so mit den Träumen. Doch, mein Leben ist super. Ja? Ich arbeite gerne hier. Und wenn ich mich recht erinnere, sahen deine Träume ja auch anders aus, oder? Wolltest du nicht den Betrieb deiner Familie übernehmen? Es kommt, wie es kommt. Dafür fahre ich jetzt Auto durch die Sandkästen dieser Welt. Und vergnügst dich mit den Reichen und Schönen. Ach was, du siehst fantastisch aus, dass sich überhaupt nicht verändert. Wie konnten wir uns noch aus den Augen verlieren? So, hier ist das Medikament, aber nur eine Tablette mit viel Wasser. Und nur, wenn es wirklich nötig ist. Alles klar, vielen Dank. Was schulde ich Ihnen? Es geht aus Haus. Oh, ist aber lieb. Ja, dann. Tschüss. Ciao. Eine kleine Streberin. Bis bald. Danke. Wiedersehen. Für einen Rennfahrer ist er ja ganz nett. Hättest mir ruhig erzählen können, dass du mit so einem VIP zur Schule gegangen bist. Ich gehe die Regale einräumen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Entschuldigung, kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar. Dachte ich mir's doch. Der hat eine Nase wie du. Ja, natürlich. Eine Einladung von Sven Karlsson. Der hat jetzt so einen Öko-Bauernhof. Der aus Sommerlund? Ja, genau. Der war mit Jonas und mir in einer Klasse. Ziemlich viel Vergangenheit an einem Tag, ne? Erst Jonas Berggren, jetzt Sven. Du warst schon immer süß. Dankeschön. Es war am Tag nach der letzten Abi-Prüfung. Weißt du, du siehst hier richtig optimistisch aus. Ach, egal. Da können wir eh nicht hin. Ist am Wochenende. Da haben wir Notdienst. Außerdem, ich finde so Treffen, die sind doch immer ein bisschen komisch. Also ich finde sowas interessant, was aus den anderen geworden ist. Ist doch spannend. Du musst unbedingt fahren. Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Herr Berggren? Den Kaffee, bitte. Möchten Sie noch etwas essen, Michael? Nein, danke. Nur ein Glas Wein, bitte. Hallo, Papa. Guten Abend. Ich habe Tom Hendricks getroffen. Boston Food, du weißt schon. Ich
habe ihn in den USA ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt. Guter Mann. Hendrix ist nicht ein Mann, der sich einfach so mit jemandem trifft. Wieso? Ich wollte einfach mal hören, was er so macht. Und was er zu bieten hat? Hören kann man ja mal. Ich meine, Hendrix führt einen internationalen Konzern. Und wenn wir auf dem Weltmarkt mitspielen... Wir sind ein mittelständischer Betrieb, kein Weltkonzern, und das sollten wir bleiben. Stillstand ist Rückgang. Deine Worte. Ich habe dir aufmerksam zugehört. Geister, die ich rief. Mach dir keine Sorgen. Ich bin erstmal dabei, die verschiedenen Möglichkeiten zu sondieren. Du hast ja recht, aber dass ich mir Gedanken mache, verstehst du doch. Es hat sich schon manch einer übernommen, weil er glaubt, in der großen Welt mitspielen zu müssen. Ich vertraue dir, sonst hätte ich dich nicht zum Geschäftsführer gemacht. Jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Papa. Ach, übrigens, Jonas ist wieder in Schweden. Ich habe ihn heute im Fernsehen gesehen. Ja, ich auch. Er scheint seine Sache ganz gut zu machen. Das letzte Rennen hat er wieder gewonnen. Du könntest echt stolz auf ihn sein. So, lächeln. Hier, mach du mal eins. Ja. Ich taufe dich auf den Namen Öko. Schaf? Schaf. Dein erstes zertifiziertes Ökolamm. Ja, danke. Hat ja auch lang genug gedauert mit der Umstellung. Ja, das stimmt. Das muss irgendwo hin, wo jeder sehen kann. Danke. Sag mal, magst du nachher noch mitkommen zum Einkaufen? Wir brauchen noch Zucker und Gläser für die Marmelade. Danach können wir feiern gehen. Ich habe keine Zeit. Ich muss erst Bertil mit den Schweinen helfen. Dann muss ich eigentlich noch... Du schuftest ja wie ein Kerl. Das kann der Bertil auch alles alleine machen. Merkst du nicht, dass ich mich unentbehrlich machen will? Wenn ich erst mal weg bin, wirst du nicht mehr klarkommen. Und dann wirst du dir wünschen, dass ich für immer bleibe. Ja, deine Pflegeeltern werden mir was husten. Mach du mal schön die Schule fertig. Danach kannst du immer noch Landwirtschaft studieren. Ich studiere doch nicht. Ich mache eine Ausbildung. Ist was? Geh mal vor, ich komme gleich nach. Okay. Sind Sie noch ganz dicht? Entschuldigen Sie, aber ich soll hier jemanden abholen. Spinnst du? Frau Apothekerin, wir haben doch das gleiche Ziel. Also, darf ich bitte? Ich fahr nicht mit dir. Wieso, hast du etwa Angst? Quatsch, ich wüsste nicht wovor. Na eben, auf geht's. Komm, wir wollen weiter. Hey, hey, ich bitte nochmal um Verzeihung. Schönes Wochenende. Gute Fahrt. Super Show. Steig ein. Das ist ja schön. So früh habe ich euch gar nicht erwartet. Hey, es ist toll, dich wiederzusehen. Hallo. Ja, da sieht man sich ein paar Jahre nicht. Schon bist du Großgrundbesitzer. Ich glaub's ja nicht. Schön, dich zu sehen. Willkommen. Danke. Und du siehst großartig aus. Was macht Stockholm? Was macht Frank? Du, alles gut. Super. Es ist echt unglaublich, was du aus diesem Hof gemacht hast. Es ist kaum wiederzuerkennen. Und es ist so wunderschön geworden. Das war auch echt eine Menge Arbeit. Aber jetzt habe ich mein Öko-Zertifikat. Und das würde ich gerne mit euch feiern. Sag, sind wir die Ersten? Normalerweise bin ich immer der Letzte. Ihr seid die Ersten und die Einzigen. Nur wir drei Musketiere. Das ist echt viel zu lange her, seit wir drei das letzte Mal richtig zusammen waren. Das stimmt. Aber an mir lag's nicht. Jonas, hier ist die treulose Tomate. Ja. Ich bin immer ein schwer arbeitender Mann. Ja. Apropos, ich habe immer gehofft, dich mal auf einer Bühne zu sehen oder in einem Hollywood-Blockbuster. Konnte ja keiner ahnen, dass du den Cowboy nicht spielen willst, sondern gleich selber einer wirst. Vielleicht hättest du ihn mal anrufen sollen. Ich wusste immer über Svens Pläne Bescheid. Der alte Roller. Darf ich eine Runde fahren? Ja, soll ich dir nicht erst das Zimmer zeigen, oder? Nee, später. Hat sich ein bisschen verändert, die Kleine, was? Nee. Zum Glück.
Alter, hast du mir was verschwiegen? Quatsch. Annika? Annika! Oh, hi. Hi. Also, das ist Annika Pettersson, meine Praktikantin. Ihre Familie kommt aus Hallingwort. Annika, das ist mein Freund Jonas. Mm. Ach so, ja. Du bist doch Jonas Bergerin, dieser Rennfahrer. Das ist dein Freund? Mhm. Willst du ein Autogramm? Sag mal, kennst du eigentlich deine Ökobilanz? Ich meine, weißt du, was diese Autos an Abgasen in die Luft pusten? Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Aber der Methanausstoß von Kühen ist auch nicht ohne. Also jedenfalls ist Jonas unser Gast und er ist mein Freund. Und Freunden verzeiht man bekanntlich alles, ne? Auch ihren Benzinkopf. Und wie sieht's aus? Willst du vor dem Abendessen eigentlich noch bei deinem Vater vorbeischauen? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht morgen. Was wird das Gutes? Ich lass mir was einfallen. Ich koche auch für Rennfahrer. Oh, coole Nummer. Ehrlich gesagt habe ich nie ganz verstanden, warum du nicht bei deinem Vater eingestiegen bist. Na ja, Pläne ändern sich, oder? Sag, was? Das? Das ist Frodo. Frodo? Mhm. Mein Gott, ist das süß. Ich habe ihn mit der Flasche großgezogen. Komm her, Frodo. Hallo. Hallo. Ja, ich hab leider nichts. Hab ich was? Zertifikat. Du hast dir wirklich ein Paradies geschaffen. Super, dass du kein Schauspieler geworden bist. Ja. Santé, mein Lieber, du hast es wirklich geschafft. Wie meinst du das? Ich meine, sieh ihn dir an. Er sieht gut aus. Er wirkt zufrieden. Und alles um ihn herum scheint glücklich zu sein. Die Pferde, die Hühner, diese Annika und sogar das kleine Schwein. Es ist wirklich schade, dass wir das nicht vorher schon mal gemacht haben. Ja. Das Leben ist viel zu kurz, die Leute nicht zu sehen, die man am liebsten mag. Das finde ich auch. Aber du hast es ja gehört. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Tja, das Leben hat eben seine eigenen Regeln. Nämlich gar keine. Man will was und bekommt was völlig anderes. Wie auch immer, ich bin heilfroh, hier zu sein. Oh, da fühlen wir uns aber geehrt. Elin. Na, stimmt doch. Ich hatte schon gehofft, dass wir uns irgendwie öfter sehen. Dass wir in Kontakt bleiben. Ja, und was hast du dafür getan? Ich meine, hast du mal versucht, mich anzurufen? Naja, jetzt haben wir es ja geschafft, ne? Man fühlt sich ja fast genauso an wie früher. Sogar eure nervigen Kabeleien sind nicht dieselben. Jonas hat angefangen, auch wie immer. Ja, na klar. Für dich war ich immer schon der Böse. Hm, und ich die Langweilige. Ist doch gar nicht wahr. Nur weil ich einmal behauptet habe, dass du lieber deinen Kopf in die Bücher steckst, als einen drauf zu machen. Das hat er nicht so gemeint. Hat er wohl. Du warst immer der Lässige und ich war die kleine Streberin. Ja, aber eine süße Streberin, wenn ich mich recht erinnere. Was sagst du heute? So, bevor ihr zwei euch jetzt wieder die Köpfe einschlagt, ab aufs Boot, wir fahren zur Insel. Wie? Zelten? Das ist nicht euer Ernst. Na, ja, ist dir das nicht luxuriös genug? Du hast ja keine Ahnung. Als wir das letzte Mal hier waren, fanden wir Handys noch total peinlich. Ist doch nicht so tragisch, ist doch nur ein Tag, Mensch. Darf ich dich was fragen? Klar, alles. Warum hast du eigentlich nie geheiratet? Naja, vermutlich habe ich einfach nie die richtige Frau kennengelernt, was? Weißt du, als ich mich entschieden habe, den Hof von meinen Eltern zu übernehmen, da hat das absoluten Vorrang in meinem Leben gehabt. Und viele Frauen haben das nicht verstanden. Und du? Noch glücklich mit Frank? Ja, total. Wir verstehen uns gut, haben gemeinsame Pläne, arbeiten zusammen. Doch, ich würde sagen, wir sind sehr glücklich. Fehlen nur noch ein paar Kinder eigentlich. Schlechtes Thema? Ganz schlechtes Thema. Hast du eigentlich damals verstanden, warum Jonas dann nach der Uni nicht in die Molkerei von seinem Vater mit eingestiegen ist? Wahrscheinlich war es ihm zu langweilig oder zu anstrengend. Bürojob, 9-to-5, unglamourös, kein Abenteuer. Ich finde, Rennfahrer passt eigentlich ganz gut zu ihm. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wahrscheinlich muss man einfach das Beste machen aus dem, was man hat. Das klingt aber jetzt
sehr langweilig. So, als ob man gar nichts entscheiden könnte. Ich weiß nicht, glaubst du das? Hast du ihm eigentlich jemals erzählt, dass du damals in ihn verliebt warst? Spinnst du? War ich überhaupt nicht. Oh, bitte, komm. Nein, war ich nicht. Nee, bitte, ich bin noch nicht blind, ey. Nein, kein bisschen. Süße, du wirst hier gerade so ein ganz, ganz kleines bisschen rot. Fett ich nicht. Ich lass dich hier sitzen und über mein Liebesleben spekulieren und nicht mit diesem Spinner da retten. Hey, Julia! Was machen wir jetzt? Alles klar. Retterin. Weißt du was? Ich glaube, ich habe Ellen gesehen. Ellen? Ah, von den drei Musketieren. Ja, genau die. Ob sie noch Kontakt zu Jonas hat? Findest du nicht, es wäre an der Zeit, jemanden anzurufen? Euer Streit ist so lange her. Ich will darüber nicht reden. Er ist dein Sohn. Was auch immer zwischen euch war, es muss doch zu bereinigen sein. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht bereinigen. Ihr habt seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mama hätte bestimmt nicht gewollt, dass du und Jonas... Lass deine Mutter aus dem Spiel! Mama hat meine Füße immer kalt abgeduscht, wenn ich nicht schlafen konnte. Meine Mama hat mich mal raus in den Garten gebracht, damit ich durch den kühlen Tau laufe. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Immer dann, wenn ich immer nicht verstanden habe? Kann ja nicht so oft gewesen sein. Es war sehr schön, sich daran zu erinnern, was wir damals miteinander hatten. Ich meine, wir haben ja nicht nur gestritten. Wir haben andauernd gestritten. Und Sven musste uns immer wieder versöhnen. Alles hier ist ganz besonders. Ja, Sven hat seinen Platz gefunden. Na, wenigstens einer von uns. Ich habe meinen Platz auch gefunden. Ja, dann ist ja alles gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist alles gut. Sehr sogar. Ich muss ins Bett. Schlaf gut. Gute Nacht. So, dann komm gut nach Hause. Und vergiss mich nicht. Werd ich nicht. Vielen, vielen Dank für alles. Es war wunderschön hier. Und ich verspreche dir, dass wir uns jetzt öfter sehen. Ja? Ja. Nächstes Mal bringe ich auf Franken. Mhm. Mein Lieber, vielen Dank für alles. Mach's gut. Halt die Ohren steif. Du auch. Nächstes Mal ein Steak von einer deiner prächtigen Kühe. Einverstanden. Fahr vorsichtig. Und bring sie sicher nach Hause. Mach dir mal keine Sorgen. Ich nehm den Bus. Ich fahr nicht mit dir. Ich dachte, du hast keine Angst. Hab ich auch nicht. Du darfst nicht immer alles auf dich beziehen. Tschüss, Jungs. Moment. Hier. Danke. Tschüss. Ciao. Hey, alles für mich? Ja. Vielen Dank. Grüß die Kratzbürste von mir. Ich hab mindestens 2 Kilo zugenommen von ihrem guten Essen. War nur ein Witz. War noch für... Elin! Elin! Hier, das ist noch für dich. Danke. Tschüss, Süße. So ein Benzinkopf. Der ist eigentlich ganz nett. Der weiß es vielleicht noch nicht. Ich glaube, der hat sich ganz wohl gefühlt hier. Fährt er denn Autorennen? Keine Ahnung. So, komm, an die Arbeit. Machen wir gleich unsere Abrechnung? Ja.
Bin gleich fertig. Die Promotionsordnung? Willst du doch noch deinen Doktor machen? Ich denk drüber nach. Seit wann das denn? Ach, eigentlich eine Weile schon. Ich meine, ich habe ein super Staatsexamen gemacht. Und wenn ich dann promoviert habe, dann kann ich vielleicht doch irgendwann was anderes machen als Pillen verkaufen. Wusste ich nicht, dass du das so siehst. Ich dachte, es macht dir Spaß, mit mir zusammenzuarbeiten. Tut es doch auch. Ich wollte halt immer was anderes machen. Ich wollte Biologin werden, das weißt du doch. Ich habe also gedacht, wir stellen jemanden ein. So halbtags. Und das Kind? Elin, wie soll denn das alles funktionieren, wenn das Baby da ist? Naja, also im Moment bin ich noch nicht mal schwanger. Und wenn es dann doch klappt, dann... Das können wir doch regeln. Holgersohn? Ja, Moment, ich gebe sie Ihnen. Ich habe den Namen ganz schlecht verstanden. Annika oder so. Annika? Ja, ich kann dich ganz schwer verstehen. Was? Nein. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Mhm. Ich will zu den nächsten Rennen einfach mitkommen. Ich meine, ich bin schließlich deine Managerin und es wird echt mal wieder Zeit, dass ich mit dabei bin an der Piste. Ja. Also, das ist eine gute Idee. Na klar. Du weißt, ich muss mich immer ziemlich konzentrieren und na, mit jemandem wie dir an der Strecke, da weiß ich nicht, ob ich die Spur noch halten kann. Jo. Wann? Gott. Genom de fagra riken på jorden går vi till paradis med sång. Liebe Gemeinde, mit Sven Karlsson verliert Sommerlund einen seiner meistgeschätzten Bewohner. Wir haben ihn für sein Mitgefühl und seinen Mut geachtet, bewundert. Und seine Freunde liebten ihn für seine Leidenschaft und seine Tatkraft. Sven ist nach kurzer, tapfer, erduldeter Krankheit leider viel zu früh von uns gegangen. Aber er bleibt für immer in unseren Herzen. Gott möge seine Seele aufnehmen. Amen. Wiedersehen, Elin. Schön, dass du da warst, Per. Ich weiß doch, dass das Treffen mit dem Sponsor wichtig ist, aber ich brauche hier noch ein, zwei Tage. Okay? Mach's gut, ciao. Mein Beileid. Danke. Warte, Jonas. Es ist so viel Zeit vergangen. Glaubst du wirklich, alles wird besser, nur weil Zeit vergeht? Das, was du zu mir gesagt hast, wird nie besser, egal wie viel Zeit vergeht. Das ist so unfair. Ja, das ist es. Das Einzige, was uns vielleicht trösten kann, ist, dass Sven glücklich war. Er war ganz und gar zufrieden mit sich und seinem Leben. Das ist wichtig, weißt du? Dass man die Zeit, die man hat, genießen kann. Warum hat er uns denn nicht gesagt, dass er krank ist? Er hat sich wirklich nichts anmerken lassen. Er war wie immer. Vielleicht ein bisschen müde. Aber ich dachte, die Arbeit ist halt schwer. Er war ein unglaublich starker Mann. Endlich war alles so, wie er sich das vorgestellt hat. Hier mit dem Hof. Man stirbt an einem Hirntumor. Ist doch unfassbar. Ja, das ist es. Liebe Elin, lieber Jonas, es mag für euch vielleicht ein bisschen überraschend sein, aber ich wüsste niemand anderen, dem ich meinen geliebten Bauernhofer machen könnte. Er soll mit sämtlichen Ländereien und tierischem Bestand zu gleichen Teilen an dich, Elin, und an dich, Jonas, gehen. Ich bin sicher, dass ihr nach bestem Wissen mit meinem Lebenswerk umgehen werdet. Was hat er sich dabei gedacht?
Was soll ich mit einem Bauernhof? Ich habe mein Leben in Stockholm. Das kann ich doch nicht einfach so aufgeben. Wie hat er sich das vorgestellt? Ja, der war nicht ganz bei sich. Der Notar sagt, er war im Vollbesitz seiner Kräfte. Ja, aber wieso tut er das dann? Kann ich etwa Kühe melken oder etwa du? Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen verkaufen. Er kann doch nicht einfach so in unser Leben eingreifen. Na gut, dann suchen wir einen Makler und beenden dieses Kapitel. Der Hof hier war Svens Traum. Das war alles, wofür er gelebt hat. Und das Einzige, was von ihm bleibt. Elend. Du hast keine Ahnung von Landwirtschaft. Ich noch viel weniger. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das endet in einer Katastrophe. Und damit wäre Sven auch nicht gedient. Abgesehen davon, ich muss nächste Woche nach Mexiko. Und dann nach Osaka und Dubai. Du drückst dich. Komisch, dass mich das gar nicht überrascht. Entschuldige? Ja, ist doch so ein Muster von dir. Dein Vater und eure Molkerei, die hast du ja auch im Stich gelassen. Da seid ihr ja! Die Kühe müssen noch gemolken werden. Ja, gibt's da keine Maschinen, die das erledigen? Ich zeig dir schon, wie es geht. Jetzt kommt. Hey, um 5 wollte dich die Frau Lund vom Jugendamt abholen. Sie angerufen, ihr gesagt, ich muss euch erst alles zeigen. Los jetzt. Na los! Ja, aber Moment! Los! Na komm! Stopp. Wie stellst du dir das vor? Es muss doch irgendwie gehen. Sven vertraut darauf. Ich glaube, das wird ein wenig zu viel. Diesen Verkauf morgen, den blasen wir mal ab. Ich kümmere mich um die Hühner. Ich dachte, ich sei fit, aber das ist echt hart. Was werdet ihr eigentlich mit dem Hof machen? Elin hat doch Biologie studiert. Die könnt ihr. Elin lebt in Stockholm und ich habe auch einen Job, Annika. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Hof zu verkaufen. Ihr wollt den Hof verscherbeln? An irgend so einen Deppen, den ihr nicht mal kennt? Das ist doch echt ätzend. Es ist vernünftig. Klug, pragmatisch, nötig, wie auch immer du es nennen magst. Ich habe doch selbst keine Ahnung, was Sven sich dabei gedacht hat, uns als Erben einzusetzen. Ihr solltet einfach mal euer Hirn einschalten. Oder ist deins von den Benzindämpfen vernebelt? Was ist denn hier los? Erkläre ich dir beim Essen. Ich lade dich ein. Und Annika? Die hat keinen Hunger. Herr Berg? Hallo. Es ist eine Freude, Sie hier bei uns mal wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön, freut mich auch. Guten Tag. Hallo. Ja. Darf ich vorangehen? Selbstverständlich. Darf ich Sie an den Tisch Ihres Vaters bitten? Jonas. Danke, wir haben es uns gerade anders überlegt. Komm. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Weißt du noch, als Sven einmal beim Segeln über Bord gegangen ist? Oh ja. Und du musstest reinspringen und ihn wieder rausfischen. Nein, nein, nein. Du bist doch reingesprungen und hast ihn wieder rausgezogen. Stimmt. Und er hat nicht aufgehört zu lachen. Ja. Oh ja. Schon komisch, dass wir ihn nicht mehr wiedersehen. Wollen wir uns setzen? Mhm.
erzählst du mir, warum du nicht mit deinem Vater sprichst? Er ist so traurig. Wie er dich anschaut, das ist schrecklich. Wir haben jetzt wirklich andere Probleme als meinen Vater. Ich denke, ich werde erstmal hier bleiben. Ich finde, das sind wir Sven schuldig. Und ich brauche das auch für mich. Was jetzt nicht heißt, dass ich finde, dass du auch hier bleiben musst. Ich habe Verpflichtungen und Verträge, die ich einhalten muss. Ich kann da unmöglich aussteigen. Klar. Ich meine, was meint Frank dazu, dass du hier bleibst? Ja, wir müssen halt sehen, wie wir das mit der Apotheke regeln. Oh weh. Meine Managerin. Ich rufe später zurück. Na, die hat dich ja sehr gut im Griff. Ehrlich. Sie organisiert mein Leben. Ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Ich meine, ich wäre woanders, aber nicht hier. Es ist gut, dass ich hier bin. Ich meine, es ist wichtig. Du komischer Kerl. Natürlich kann Annika bei uns ihr Praktikum fortsetzen. Wir brauchen sie wirklich. Ja, ich will es versuchen. Bis zum Ende der Ferien und wenn ihre Pflegeeltern einverstanden sind. Vielen Dank für alles. Gerne. Elin? Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ja, wo steckst du denn? Du hast doch gesagt, dass du gleich nach der Testamentseröffnung losfährst. Ich weiß. Aber es ist alles gerade nicht so einfach. Sven hat Jonas und mir den Hof vererbt. Was? Wieso das denn? Was sollst du denn mit einem Bauernhof? Keine Ahnung. Ich schätze, wir werden ihn wohl verkaufen. Wohl? Ist doch völlig klar, dass ihr den Hof verkauft. Elin, ich brauch dich. Ich brauch dich hier. Wir haben eine Sommergrippe, weil ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß. Schätze, ich muss trotzdem noch eine Weile hierbleiben. Ich kann den Hof jetzt nicht einfach an irgendeinen Makler geben und der verkauft ihn dann weiter. Und außerdem gibt's auch noch Annika. Die braucht mich. Wenn ich hier bleibe, dann darf sie auch hier bleiben. Und ich mag sie wirklich sehr. Ehrlich gesagt, ich verstehe dich gerade überhaupt nicht, aber du musst wissen, was du tust. Frank? Hopp. Ob er jetzt da oben ist? Ganz bestimmt. Er hat hier auf jeden Fall was Wunderbares hinterlassen. Und ich finde, seine Seele spürt man hier überall. Ja, ich weiß, was du von mir hältst. Aber glaub mir, Sven war ein richtiger Freund. Vermutlich der einzige, den ich jemals hatte. Sven war einfach super. Hat mich auch nicht für einen völligen Versager gehalten. Ich finde es übrigens super, dass das Jugendamt auf Elins Vorschlag eingegangen ist. Naja, ich kann wenigstens noch bis zum Ende des Sommers bleiben. Ja, das ist cool. Sag, glaubst du, Elin bleibt so lange? Ich dachte, sie fährt zurück, sobald klar ist, dass... Am besten wäre es, sie bleibt für immer. Und du auch. Gut, dass wenigstens einer weiß, was für uns am besten ist. Sven hat es auch gewusst. Vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Rückflug. Wir sehen uns bald. Alles gut. Danke.
Hallo, Papa. Hallo. Du, ich habe leider keine Zeit. Ich muss in die Entwicklungsabteilung. Warte, ich komme mit. Die Entwicklungsabteilung fand ich immer sehr spannend, was den Leuten so an neuen Geschmacksrichtungen für die Joghurts einfällt. Guten Tag. Fabelhaft. War das gerade Tom Hendricks? Ja. Und? Ich kenne deine Skepsis. Ich will erstmal alles prüfen und durchrechnen. Du kennst mich. Wir sind zwar nicht einer Meinung, was die Zukunft der Firma betrifft, aber ich werde auch keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Außerdem, ich weiß, dass ohne deine Zustimmung gar nichts läuft. Das ist besser als jedes Fitnessstudio. Ernsthaft, ich spüre Muskeln, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie habe. Mann, lass mich mal machen. Hier, nimm mal. Danke übrigens, dass du mit Frau Lund vom Jugendamt geredet hast. Du kannst hier bleiben, solange ich hier bleibe. Aber das ist nicht für immer, das weißt du, ne? Nur bis wir eine bessere Lösung gefunden haben. Sven hätte nicht gewollt, dass ihr verkauft. Er wollte, dass wir alle hier bleiben. Du, Jonas, Bertil und ich auch. Na, Mädels? Guten Morgen. Ihr seid ja schon richtig fleißig. Tja, wir Bauern stehen mit den Hühnern auf. Ah ja. Was ist, willst du uns alleine schuften lassen? Hey, ich habe euch gesagt, ich muss zurück in die Stadt. Das ist bloß Muskelkater von gestern. Was? Sag, die zwei Kander. Hat Sven auch meinen Vater beliefert? Quatsch, die sind total alt. Die stehen da nur noch so rum. Unsere Milch geht schon längst zu Millerson. Dieser Ökomolkerei in Martersund. Ist echt keine Ahnung. Sag mal, das wäre doch eine super Gelegenheit, die Kannen zurückzubringen zur Molkerei, oder? Wie, jetzt? Nee, ich muss jetzt los. Außerdem, die passen bestimmt nicht in mein Auto. Alles so wie früher. So, als hätte sich nichts verändert. Warum bist du damals weggegangen? Du warst doch immer so stolz, dass die Molkerei deiner Familie gehört hat. Ich weiß noch, du hast immer die ganze Klasse mit Joghurt versorgt. Oh ja. Ja, mein Vater. Mein Per hat mir immer eine Palette mitgegeben, wenn ich ihn im Büro besucht habe. Mein Gott, das habe ich so geliebt, mit ihm durchs Werk zu gehen und die glänzenden Tanks. Vor allem die Technik, die hat mich sehr beeindruckt. Gibt's ja gar nicht. Schön, dich zu sehen, Bruder Ernst. Siehst gut aus. Hey. Ellen? Hey. Ja, Sven hatte noch ein paar Milchkannen, die wollten wir zurückbringen. Mir leid, was mit Sven passiert ist. Wollt ihr nicht reinkommen? Na los, trink mir einen Kaffee. Dann musst du mir alles über dein spannendes Leben erzählen. Mann, Jonas, Papa wird sich freuen, dass du hier bist. Wir haben leider keine Zeit. Wir müssen nicht zurück. Dass Sven euch den Hof vermacht hat, ist doch witzig. Rennfahrer mit Ökoherz. Finden deine Fans das nicht komisch? Ja, ich... Wir wollten einfach, dass Svens Hof erhalten bleibt. Das ist alles. Das heißt, dass man dich öfter hier sieht? Na, komm doch mal zum Essen vorbei, wenn du zurück bist. Mal sehen. Jonas! Ich habe keine Ahnung, was da war zwischen Papa und dir. Er spricht einfach nicht drüber. Könnt ihr euren Streit nicht langsam mal begraben? Mach's gut. Melde dich, wenn du wieder zurück bist, ja? Musst du wirklich heute schon abreisen? Mir bleibt keine andere Wahl. Die Sponsoren, die sind sowieso schon total sauer auf mich. Warte mal. Das sind doch unsere Kühe. Oh nein. Das ist doch die Wiese von Eliasson. Was machen wir denn jetzt?
Ja, keine Ahnung. Wir müssen die so schnell wie es geht wieder auf unsere Weide kriegen. Okay, aber wie? Los! Hey! Mit Kühen, das hatte ich auch noch nicht. Aber wir waren super. Und wir haben es geschafft. Ja. Wir sind ein Spitzenteam, finde ich. Ja, das sind wir. Steht dir? Was machst du denn hier? Wie geht's dir? Hallo, Jonas. Grüß dich. Und ich dachte, du wärst vor dem Erbe geflohen. Tja, sieht nicht so aus. Jonas ist auch sozusagen mit einem Bein schon wieder in Stockholm. Meine Testfahrten sind verschoben worden. Ja, logistische Probleme. Vor Mitte nächster Woche muss ich nicht antreten. Ah, ja, ist doch super. Ich hab Hunger. Ich könnte was zum Mittag machen. Ja, mach mal. Ich gehe zu Annika und helfe bei den Ponys. Bei den Ponys? Ja. Ja, bei den Ponys. Komm! Das ganze Gemüse hier kommt von eurem Hof? Ja, Bertil hat ein super Händchen dafür. Kannst du mir sagen, wann das passiert ist mit dir? Was? Na, diese Verwandlung in eine Bäuerin. Ich hab mich doch nicht verwandelt. Also, vielleicht optisch ein bisschen. In Stockholm haben wir doch auch drauf geachtet, was wir essen. Gibst du dir eine Pfanne? Ja. Hier? Ja. Jonas! Michael hat mir gesagt, dass du noch hier bist. Ich hab mehrmals versucht, dich anzurufen. Ich hab dich auf die Mailbox gesprochen, aber du hast nicht zurückgerufen. Ich wollte dir sagen, dass es mir leid tut, wie wir damals auseinandergegangen sind. Und? Ist das alles? Mit dem Tod deiner Mutter ist mein ganzes Leben zusammengebrochen. Dann dieses Geständnis, dass... Und war das meine Schuld? Nein, war es nicht. Du hast nur an dich gedacht. Und an deine gekränkte Eitelkeit. Das soll ich dir jetzt verzeihen? Ich weiß, dass ich das nicht erwarten kann, aber vielleicht sollten wir doch mal miteinander reden. Glaube ich nicht. Hallo, Mama.
Danke, es tut mir leid. Ich bin im Moment total überfordert. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, was ich tun soll. Wenn du es nicht weißt, wie wär's, wenn ich es dir sage? Du musst den Hof so schnell wie möglich verkaufen und in unser Leben zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob unser Leben das richtige Leben ist. Unser Leben ist doch nicht falsch. Nein. Natürlich ist es nicht falsch. Aber diese ganze Verbissenheit, mit der wir versucht haben, ein Kind zu bekommen. Ich frage mich, ob es da wirklich um das Kind ging oder einfach nur um uns. Seit ich hier bin, habe ich kein einziges Mal an ein Baby gedacht. Und an mich auch nicht. Doch. Natürlich habe ich an dich gedacht. Ich habe mich gefragt, ob du mich verstehst. Hier auf Svens Hof, da habe ich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder Luft bekommen. Ich verstehe dich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich muss was Sinnvolles tun. Etwas, was nur mit mir zu tun hat. Was? Was? Kühe hüten, Schafe hüten? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich muss das rausfinden. Ob es mir passt oder nicht. Gut. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Ich werde jemanden einstellen. Rennfahrer hat Bestimmung gefunden. Mach dich ja nicht lustig. Ich finde, ich mach das schon ziemlich gut. Finde ich auch. Aber wenn ich das an die Boulevardpresse verkaufe, dann bin ich eine gemachte Frau. Ja. Und? Bleibst du hier? Eine Weile. Ah. Ich komme hier irgendwie auch nicht weg. Oh. Oh. Ja. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, mein Name ist Isa Lund. Ich suche Frau Holgersson. Oder Herrn Berggren. Ich war gestern schon mal hier, aber es war niemand zu Hause. Es geht um Annika Pettersson. Um Annika? Gut, wenn Sie hier warten wollen, dann hole ich meine Frau. Sie ist nämlich an irgendwo im Stall oder so. Ach, nehmen Sie doch Ihr Platz. Ja, das mache ich, Herr... Holgersson. Herr Holgersson. Na, warst du erfolgreich? Ja, sehr. Gut. Was ist jetzt los? Ach so. Vorsicht. Geht's? Ja. Das war jetzt doof. Oder? Berti! Keine Sorge. Berti! Nein. Ist dir kalt? Ja. Komm her. Besser so? Lektion Nummer 1 für jede Bäuerin, geh niemals allein ins Kühlhaus. Was machen wir hier eigentlich? Das fragst du mich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auf sowas auch nicht vorbereitet. Also ich vielleicht? Ich bin verheiratet und du bist doch auch nicht alleine, oder? Diese Mia, das ist doch nicht nur deine Managerin. Wie soll das jetzt weitergehen? Ich weiß nicht. Na gut, dann gehe ich mal wieder klopfen. Es tut mir leid, Frau Lund. Ich
Ich kann meine Frau nicht finden. Ist Annika auch noch nicht? Nee. Danke, bitte. Ah, Mami. Ach, da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Guten Morgen, Jonas. Grüß dich. Bis später. Morgen, hallo. Ich mache uns mal einen Kaffee. Herr Holgersson. Also ich wollte es Ihnen gerne persönlich sagen, Annika muss wieder zurück zu ihren Pflegeeltern. Herr Nilsson hat eine neue Stelle in Trelleborg. Oh. Weiß Annika das schon? Nee, ich wollte es ihr sagen, aber ich habe sie nicht angetroffen. Es tut mir so leid für das Mädchen. Ich weiß ja, wie wohl sie sich hier fühlt. Könnte sie denn nicht wenigstens noch eine kleine Weile hier bleiben? Sie macht sich wirklich gut auf dem Hof. Das freut mich. Wissen Sie, Annika war eigentlich immer eins unserer Sorgenkinder. Die Nilssons hatten es am Anfang nicht einfach mit ihr. Aber dann hat sie Vertrauen zu ihnen gefunden. Und wir hatten das erste Mal die Hoffnung, dass sie auch bleibt. Sie muss jetzt mit den Nilssons nach Trelleborg. Ich nehme an, Sie verstehen das. Natürlich. Ich werde mit Annika reden. Und Sie bringen sie dann zu ihren Pflegeeltern? Klar, das mache ich. Gut. Ich verlasse mich auf Sie. Das können Sie. Ich wollte uns gerade den Kaffee. Annika muss zurück zu ihrer Pflegefamilie. Heute noch. Elin. Was? Sie tun mir einfach leid. Seit sie ein Baby ist, wird sie immer nur rumgeschubst. Ist doch furchtbar. Ja, das ist furchtbar, was ist passiert. Und du und ich, wir können es nicht ändern. Elin, du bist nicht ihre Mutter, auch wenn du das vielleicht gern wärst. Darum geht's doch überhaupt nicht. Sie war glücklich hier. Die Arbeit auf dem Hof ist genau das Richtige für sie. Sven hätte nicht gewollt, dass sie geht. Endlich auch mit diesem Mädchen. Sie geht zurück in ihre Pflegefamilie, ganz einfach. So, ich muss jetzt wirklich los. Elin, hör auf deinen Kopf und tu das Richtige. Holgersson? Hallo? Annika? Wo bist du? Ich such dich überall. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Zu meinen Pflegeeltern. Weil ich habe gehört, was Frohlund gesagt hat. Warum verabschiedest du dich denn nicht? Ich hätte dich doch nach Hause fahren können. Ich hasse Abschiede. Aber mach dir keine Sorgen. Ich mache mir aber Sorgen. Vielleicht können wir noch mal über alles reden. Es ist schon gut. Du willst den Hof ja eh verkaufen. Danke für alles, Eden. Mach's gut. Jetzt warte doch mal. Ciao. Angeschaut. Abrechnung und so ein Kram. Ach ja. Und? Wie sieht's aus? Da gibt's noch eine ganze Menge, was ich lernen muss. Was denn los? Annika ist zurück zu ihren Pflegeeltern.
Schon. Finde ich auch. Sie gehört auf den Hof. Na, hast du ihre Adresse? Warum? Na, dann kann sie doch in den nächsten Ferien vielleicht wieder herkommen. In den nächsten Ferien? Und was ist mit Paris? Dakar? Monte Carlo? Hm. Hey. Hallo, Jonas. Ich hoffe wirklich, dass du auf dem Weg hierher bist. Die Pressekonferenz beginnt in 4 Stunden. Oh, die Pressekonferenz. Du hast es vergessen? Jetzt sag mir nicht, dass du immer noch auf diesem blöden Bauernhof bist. Dein Hauptsponsor, der wird wenig Verständnis haben für deine Eskapaden. Mann, der geht davon aus, dass du nächstes Jahr wieder die Paris-Dakar für ihn fährst. Und was, wenn ich dir sage, dass ich hier nicht weg kann? Weil du den Hühnerstall ausmisten musst, oder was? Ey, sag mal, geht's noch? Jonas, nur zur Erinnerung, hier geht's um richtig viel Geld und um deine Karriere. Hör zu mir. Es mag ja sein, dass ich spinne, aber ich möchte keine Rennen mehr fahren. Ich hab die Schnauze voll. Von Autos, Sandpisten und Pressekonferenzen. Wie du willst, dann überweist du mir einfach die Vertragsstrafe auf mein Konto. Und auf das deine Sponsors. Hör zu, Jonas. Ich habe schon lange das Gefühl, dass du die ganze Sache eigentlich beenden willst. Bei all dem Erfolg. Du warst schon lange nicht mehr richtig bei der Sache. Herr Doktor der Betriebswirtschaft. Aber weißt du was? Vertrag ist Vertrag. Und du wirst diese Saison noch zu Ende fahren. Und was, wenn nicht? Dann zahlst du für den Rest deines Lebens. Okay. Diese Saison noch. Aber nach Monte Carlo ist Schluss. Mann, verdammt nochmal, Jonas, du kommst jetzt hierher. Du kannst nicht nach all den Jahren deinen Hauptsponsor einfach auf der Scheißpressekonferenz stehen lassen. Jonas, bitte. Du kommst jetzt hierher. Sofort. Okay, ich komme. Hey, ich muss leider weg. Wegen deiner... Wie heißt sie doch gleich? Sie heißt Mia. Und sie ist nur meine Managerin. Aber Verträge... Verträge sind eben Verträge. Da ist es ja wieder. Es wird schwierig und du haust ab. Du hast es mit deinem Vater gemacht und jetzt machst du es mit mir. Das Schlimme ist, dass du überhaupt nicht merkst, wie sehr du Menschen damit verletzt. Aber Elin, was zwischen mir und meinem Vater ist, hat absolut nichts damit zu tun, was zwischen uns passiert. Na und? Trotzdem haust du einfach immer ab. Und das mit deinem Vater, das wirst du noch bereuen. Dann geh. Geh zurück in dein altes Leben. Und komm nicht wieder. Das ist für uns alle das Beste. Hey. Na du, hast du gewusst, dass du alles durcheinander bringen wirst? Jonas und mich, Annika, wir sind alle ganz schön durch den Wind. Hallo, Elin. Hallo, Per. Gut, siehst du, hast du. Das Landleben scheint dir zu bekommen. Das tut es, ja. Wie geht's, Jonas? Er ist abgereist. Wichtige Termine. Schade, dass ihr nicht mehr sprechen konntet. Ja, es ist schwierig. Nach so vielen Jahren, man weiß nicht, was man sagen soll oder... Aber du bist sein Vater. Jonas ist nicht mein Sohn. Ich habe es erst erfahren, als seine Mutter starb. Weiß er das? Ja, natürlich. Am Tag von Mayas Beerdigung habe ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen will. Aber du hast ihn großgezogen. Du warst mehr als 20 Jahre sein Vorbild. Natürlich bist du sein Vater. Ich konnte nur das eine denken, er ist nicht mein Sohn. Er ist der lebendige Beweis dafür, dass meine Frau mich betrogen hat. Das kann ich verstehen. Du warst sehr verletzt, aber Jonas kann nichts dafür. Und du hast ihn auch sehr geliebt. In dem Moment habe ich ihn nur noch gehasst. Und jetzt? Habe ich begriffen, dass ich einen schweren Fehler gemacht habe. Warum sagst du ihm das nicht genau so? Das will ich aber. Er redet nicht mit mir. Er ist auch verletzt. Sehr sogar. Kein Wunder, dass er die ganze Zeit wie ein Irrer an der Welt rumrast. Kommt er wieder? Ich weiß es nicht. Was ist? Annika? Was
machst du hier? Ich denke, du bist zu deinen Pflegeeltern gefahren. Ich kann da nicht hin, Elin. Okay. Wir rufen als erstes deine Pflegemutter an und dann überlegen wir, was wir tun können. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ich meine, die Nils sonst sind ja okay. Besser als die anderen jedenfalls. Aber ich will hier wohnen, bei euch. Annika, wie soll das gehen? Nächstes Jahr werde ich 16. Dann darf ich selbst entscheiden, wo ich leben will. Ich meine, kennst du es nicht, dieses Gefühl? Ich habe seit der ersten Minute hier. Hier gehöre ich hin. Hier hat auch zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie alles gestimmt. Das musst du doch verstehen. Sven hat es auch verstanden. Ich verstehe dich auch. Ich fürchte einfach, dass... Was? Dass es nicht klappt? Toll. Was sagst du, bevor wir es probiert haben? Typisch Erwachsener. Ihr habt keine Fantasie, keinen Mut. Ich wollte sagen, dass ich fürchte, dass es nicht ganz einfach wird. Du willst also, dass ich bleibe? Danke. Ich spreche mit dem Jugendamt und mit deinen Pflegeeltern. Schließlich wollen alle nur, dass es dir gut geht. Und ich verspreche, dass ich mich um dich kümmere. Und wenn wir dann noch erwähnen, dass Bertie zwar eine super Kraft ist, aber wir unbedingt noch deine zwei Hände brauchen, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance. Hörst du das, Ben? Jetzt wird alles gut. Annika, nur weil ich will, dass du hier bleibst, heißt das noch lange. Ach, das heißt es. Wir werden kämpfen. Und am Ende werden alle einsehen, dass es so das Beste ist. Weißt du warum? Weil es einfach richtig ist. Hallo, Papa. Hallo, Michael. Gut, dass du da bist. Dann muss ich nicht zu dir rauskommen. Hör mal, ich habe eine Bitte an dich. Boston Food hat mir ein großartiges Angebot gemacht. Ich möchte meine Firma nicht verkaufen. Nein, 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 nein. Es geht nicht um die Firma. Es geht um mich. Sie haben mir die Stelle des Geschäftsführers in Europa angeboten. Papa, ich will dich wirklich nicht im Stich lassen. Aber das ist die Chance. Keine Sorge, ich finde einen Nachfolger für mich. Ach, Michael. Mir ist schon längst klar, dass es nicht richtig war, dich aus Amerika zurückzuholen, um ein mittelständisches Unternehmen zu führen. Du bist nun mal ein Global Player. Du musst zurück auf deine internationale Spielwiese gehen. Tom Hendricks wird sich sicher freuen, wenn du in seine Firma einsteigst. Auch ohne meinen kleinen Laden. Aber was wird aus unserem kleinen Laden? Ich meine, du hast dich zurückgezogen, weil dir alles zu viel wurde. Mach dir keine Sorgen, es wird mir schon irgendwas einfallen. Sicher? Ja, natürlich. Du musst deinen Weg gehen. Ich bin mir sicher, du wirst ein ganz großer und ich werde sehr stolz auf dich sein. Oh Mann. Hey, Per. Hallo, Jonas. Ich dachte, wir sollten vielleicht doch mal reden. Ich freue mich, dass du hier bist. Als Kind hatte ich nichts lieber, als hier am Hof zu spielen. Oder mit dem Lastwagen mitzufahren, die Milch einsammeln. Und eigentlich habe ich nie etwas anderes gewollt, als hier mal in unserer Firma auch zu arbeiten. Weißt du, als ich es erfahren habe, dass deine Mutter mich betrogen hatte, ich dachte, meine Welt bricht zusammen. Ich habe einfach nur um mich geschlagen, blind vor Wut und habe vor allem dich getroffen. Ich war so stolz darauf, dein Sohn sein zu können. Aber als du mich fortgejagt hast, ich dachte, ich könnte dir das nie verzeihen. Und jetzt? Ich weiß nicht, aber ich denke, dass es an der Zeit ist, dass ich meinen Platz finden sollte. Und der ist ganz bestimmt nicht auf den Rennpisten dieser Welt. Du meinst wirklich, du würdest wieder zurückkommen in die Firma und zu mir? Papa, ich wollte ja eigentlich nie weg. Dann heiße ich dich herzlich willkommen zu Hause. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist, mein Sohn. Danke, Papa.
weiß schon, warum du hier bist. Ich wollte dir nicht wehtun. Aber du musst doch auch gespürt haben, dass wir schon lange nicht mehr richtig glücklich sind. Aber wir sind auch nicht unglücklich. Ich glaube nicht, dass das reicht, einfach nicht unglücklich zu sein. Wenn dieser verfluchte Bauernhof nicht dazwischen gekommen wäre, dann wären wir jetzt noch zusammen. Wahrscheinlich, ja. Aber nicht für immer. Irgendwann hätten wir gemerkt, dass es vorbei ist. Und was machst du jetzt? Du kannst doch nicht allen Ernstes diesen Bauernhof übernehmen. Doch. Genau das werde ich tun. Und ich werde meine Doktorarbeit schreiben. Frank, ich hoffe, dass du mir das irgendwann verzeihen kannst. Dass du mich vielleicht verstehst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Annika! Ja, schön, dass du bist hier endlich. Hör mal zu. Elin hat mit dem Jugendamt und meinen Pflegeeltern einen Deal ausgehandelt, dass ich hierbleiben kann. Oh. Also ich mache die Schule fertig, dann mache ich eine Lehre. Gratuliere, das freut mich aber. Sag, wo ist Elin? In Stockholm, bei Frank. Aber sie kommt auch wieder. Tja, wenn du rausgefunden hast, was richtig ist, besteht ja bei ihr auch eine Chance. Okay, ich muss zu. Es geht nicht. Hier gibt's doch ganz schön viel zu tun. Du musst die Ziegen melken, da hinten diesen Zaun musst du reparieren. Ah, grüß dich, Betty. Hallo. Da muss doch jemand Holz hacken. Aha. Siehst du, da musst du mir mal helfen. Tiere musst du auch noch füttern. Na gut. So. Ja, dann auf geht's. Schon ganz gut aus. Finde ich auch. Elin! Wollte dich gerade holen. Was ist mit deinen Verträgen? Die paar Rennen noch. Hat das Sven also doch recht, ja? Mit dem Hof. Mit den Tieren. Mit uns. Absolut. Sag, Annika, hast du nicht noch was zu tun? Leiser, du nervst. Jetzt stell doch nicht so an. Das ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. Ich kann überhaupt nicht erwarten, dass es losgeht. Na los, raus da! Ja, ja. Das ist wieder mal typisch. Unsere kleine Streberin ist natürlich wieder die erste im Wasser. Ja, aber ich werde sie sehr vermissen, glaube ich. Ja, ich auch. Jetzt kommt rein, ihr Feiglinge! Das Wasser ist toll! Los! Jetzt reibt euch mal ein bisschen den Schlaf aus den Augen. Wir versprechen uns, dass wir immer Freunde bleiben. Okay, Musketiere? Okay. Geil jetzt, los! Elin, wir sind spät dran. Hier. Trink schnell deinen Saft.
Stimmt das nicht? Es hat wieder nicht geklappt. Müssen wir halt noch ein bisschen üben. Ich verstehe es einfach nicht. Bei uns ist doch alles in Ordnung und es ist der richtige Zeitpunkt. Warum klappt es denn dann nicht? Vielleicht hat Frank Junior einfach keine Lust, im Winter geboren zu werden. Frank Junior. Woher willst du wissen, dass es ein Junge wird? Männliche Intuition. Aber eine kleine Elin nehme ich genauso gern. So, komm. Wollen wir nicht heute hier bleiben? Komm, wir schwänzen. Wir fahren ans Meer. Wir könnten schwimmen und ein bisschen üben. Super Idee. Und die Apotheke? Bleibt einfach geschlossen. Entschuldigung, die Leute können doch einmal ihre Tabletten woanders kaufen. Elin, die Konkurrenz schläft nicht. Jonas. Hey, Mia. Dein Gladiator meldet sich zurück aus der Wüste. Ich bin gerade in der Besprechung. Ich muss dich gleich zurückrufen, ja? Fängst du etwa so deine Sieger? Champagner solltest du über mich gießen. Ja, später. Jetzt kommt. Also, wo waren wir gleich stehen geblieben? Okay, hier. So wird's aussehen. Das sind aber die Bilder vom letzten Jahr. Trotzdem haben Sie dann schon mal einen Eindruck. Entschuldigen Sie bitte, es geht gleich weiter. Nehmen Sie sich einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Und das ist wirklich ausgezeichnet. Sag mal, Bild. Du lernst es nie, oder? Hallo. Komm. Hey, ich bin dein bestes Pferd im Stall, also habe ich auch ein Recht auf deine ganze Aufmerksamkeit. Außerdem habe ich während des ganzen Rennens nur an dich gedacht. Hey, sag bloß, was mich nicht vermisst. Na klar, habe ich dich vermisst. Ich habe gerade eine Besprechung mit Söderlund. Und wenn wir den Deal bekommen, dann können wir uns glücklich schätzen. Besprechung. Das Ganze machen, wenn ich unterwegs bin. Sag mal, wann wirst du eigentlich endlich erwachsen? Was? Mein Job besteht hauptsächlich darin, dafür zu sorgen, dass es dir... Dass es mir gut geht, ich weiß. Und wenn du möchtest, dass ich die nächsten Rennen auch gewinne, musst du auch was dafür tun. Entschuldigung, wo ist der? Links. Danke. Okay, da musst du dich aber leider noch ein bisschen gedulden. Oh. Und wir haben 2 Wochen für das Rennen in Mexiko. Schade. Es gefällt mir irgendwie, dich hier am Felsen ein wenig zu bedrängen. Ja, reiß dich zusammen. Später. 10:00. Schon anstrengend sein, sich den ganzen Tag um sein Kind zu kümmern. Soll aber auch ganz schön sein, habe ich gehört. Wart's mal ab. Ich? Ich will doch keine Kinder. Spinnst du? Niemals. Wie alt bist du jetzt noch mal? 15. Dann warten wir so vielleicht 10 Jahre, dann sieht die Sache schon anders aus. Kinder haben ist auch was Schönes. Aber es hat manche Mütter sich auch in der Babyklappe abgeben. Ach komm, Annika. Ich weiß nicht, was deine Mutter für Probleme hat und warum sie dich weggegeben hat, aber eins kann ich dir sagen. Ich bin ganz froh, dass es dich gibt. Warum hast du keine eigene Familie? Ja, klappt eben nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. So, komm, Stein ausmisten. Und grüßen Sie Ihren Mann, Frau Larsson, alles Gute. Danke. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen fürchterlichen Jetlag. Ich kann nicht schlafen. Ich brauche ein Schlafmittel. Ja, da habe ich was. Das ist rein pflanzlich. Macht auch nicht allzu müde. Ja, das habe ich schon mal probiert. Das wirkt bei mir nicht. Ich brauche was Stärkeres. Ah, was Stärkeres. Schauen wir mal. Jonas. Elin. Sie kennen sie? Das kann man wohl laut sagen. Das gibt's ja nicht. Hallo. Mein Gott, was machst du hier? Ich dachte, du bist im Urwald und bei den Gorillas und so. Ja, und du irgendwo zwischen Paris und Dakar. Du bist ja sowas wie ein Nationalheld inzwischen. Ach was. Das war unglaublich. Ach so, Jonas Berggren. Wir sind zusammen in Sommerland auf die Schule gegangen. Das ist Frank, mein Mann. Freut mich. Hallo. Freut mich sehr. Letztes Jahr Rallye Monte Carlo. Bin zwar nicht der große Fan von Autorennen, aber Sie sind mir natürlich ein Begriff. Kein Problem. Du hast mir gar nicht erzählt, dass ihr zusammen auf der Schule wart. Naja,
Ich hole ihm mal das richtige Schlafmittel. Ja, vielen Dank. Sag, wie kommt das? Hast du Pharmazie studiert? Nein, ich habe genau das studiert, was ich auch immer studieren wollte. Biologie mit Schwerpunkt Primatenforschung. Ich wollte auch eigentlich nach Borneo, aber ich habe Frank kennengelernt, verliebt, geheiratet, jetzt bin ich hier. Ja, ist ja okay. Funktioniert halt nicht immer so mit den Träumen. Mein Leben ist super. Ja? Ich arbeite gerne hier. Und wenn ich mich recht erinnere, sahen deine Träume ja auch anders aus, oder? Wolltest du nicht den Betrieb deiner Familie übernehmen? Es kommt, wie es kommt. Dafür fahre ich jetzt Auto durch die Sandkästen dieser Welt. Und vergnügst dich mit den Reichen und Schönen. Ach was, du siehst fantastisch aus, dass sich überhaupt nicht verändert. Wie konnten wir uns noch aus den Augen verlieren? So, hier ist das Medikament, aber nur eine Tablette mit viel Wasser. Und nur, wenn es wirklich nötig ist. Alles klar, vielen Dank. Was schulde ich Ihnen? Es geht aufs Haus. Oh, ist aber lieb. Ja, dann. Tschüss. Ciao. Eine kleine Streberin. Bis bald. Danke. Wiedersehen. Für einen Rennfahrer ist er ja ganz nett. Hättest mir ruhig erzählen können, dass du mit so einem VIP zur Schule gekommen bist. Ich geh die Regale anräumen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Ja. Entschuldigung. Kann ich noch Autogramm haben? Ja, klar. Der hat eine Nase wie du. Ja, natürlich. Das gibt's ja nicht. Guck mal. Was denn? Das ist eine Einladung von Sven Karlsson. Der hat jetzt so einen Ökobauernhof. Der aus Sommerlund? Ja, genau. Der war mit Jonas und mir in einer Klasse. Ziemlich viel Vergangenheit an einem Tag, ne? Erst Jonas Berggren, jetzt Sven. Du warst schon immer süß. Dankeschön. Es war am Tag nach der letzten Abi-Prüfung. Weißt du, du siehst ja richtig optimistisch aus. Ach, egal. Da können wir eh nicht hin. Ist am Wochenende. Da haben wir Notdienst. Außerdem, ich finde so Treffen, die sind doch immer ein bisschen komisch. Also ich finde sowas interessant, was aus den anderen geworden ist. Ist doch spannend. Du musst unbedingt fahren. Darf ich hier noch etwas für den Herrn Berggren? Den Kaffee, bitte. Möchten Sie noch etwas essen, Michael? Nein, danke. Nur ein Glas Wein, bitte. Hallo, Papa. Guten Abend. Ich habe Tom Hendricks getroffen. Boston Food, du weißt schon. Ich habe in den USA ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt. Guter Mann. Hendricks ist nicht ein Mann, der sich einfach so mit jemandem trifft. Wieso? Ich wollte einfach mal hören, was er so macht. Und was er zu bieten hat? Hören kann man ja mal. Ich meine, Hendricks führt einen internationalen Konzern. Und wenn wir auf dem Weltmarkt mitspielen... Wir sind ein mittelständischer Betrieb, kein Weltkonzern, und das sollten wir bleiben. Stillstand ist Rückgang. Deine Worte. Ich habe dir aufmerksam zugehört. Geister, die ich rief. Mach dir keine Sorgen. Ich bin erstmal dabei, die verschiedenen Möglichkeiten zu sondieren. Du hast ja recht, aber dass ich mir Gedanken mache, verstehst du doch. Es hat sich schon manch einer übernommen, weil er glaubt, in der großen Welt mitspielen zu müssen. Ich vertraue dir. Sonst hätte ich dich nicht zum Geschäftsführer gemacht. Jetzt geh ich schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht, Papa. Ach, übrigens, Jonas ist wieder in Schweden. Ich habe ihn heute im Fernsehen gesehen. Ja, ich auch. Er scheint seine Sache ganz gut zu machen. Das letzte Rennen hat er wieder gewonnen. Du könntest echt stolz auf ihn sein. So, Lächeln. Hier, mach du mal eins. Ja. Ich taufe dich auf den Namen Öko. Scharf? Scharf. Dein erstes zertifiziertes Ökolamm. Ja, danke. Hat ja auch lang genug gedauert mit der Umstellung. Ja, das stimmt. Das muss irgendwo hin, wo jeder es sehen kann. Ja, danke.
Sag mal, magst du nachher noch mitkommen zum Einkaufen? Wir brauchen noch Zucker und Gläser für die Marmelade. Danach können wir feiern gehen. Ich habe keine Zeit. Ich muss erst Bertie mit den Schweinen helfen. Dann muss ich eigentlich noch... Du schuftest ja wie ein Kerl. Das kann der Bertie doch alles alleine machen. Merkst du nicht, dass ich mich unentbehrlich machen will? Wenn ich erst mal weg bin, wirst du nicht mehr klarkommen. Und dann wirst du dir wünschen, dass ich für immer bleibe. Ja, deine Pflegeeltern werden mir was husten. Mach du mal schön die Schule fertig. Danach kannst du immer noch Landwirtschaft studieren. Ich studiere doch nicht. Ich mache eine Ausbildung. Ist was? Geh mal vor, ich komme gleich nach. Okay. Sind Sie noch ganz dicht? Entschuldigen Sie, aber ich soll hier jemanden abholen. Spinnst du? Frau Apothekerin, wir haben doch das gleiche Ziel. Also, darf ich bitte? Ich fahre nicht mit dir. Wieso, hast du etwa Angst? Quatsch, ich wüsste nicht wovor. Na eben, auf geht's. Wir wollen weiter. Hey, ich bitte nochmals um Verzeihung. Schönes Wochenende. Gute Fahrt. Super Show. Steig ein. Das ist ja schön. So früh habe ich euch gar nicht erwartet. Hey, es ist toll, dich wiederzusehen. Hallo. Ja, da sieht man dich ein paar Jahre nicht. Schon bist du Großgrundbesitzer. Ich glaub's ja nicht. Schön, dich zu sehen. Willkommen. Danke. Und du siehst großartig aus. Was macht Stockholm? Was macht Frank? Du, alles gut. Super. Es ist echt unglaublich, was du aus diesem Hof gemacht hast. Es ist kaum wiederzuerkennen. Und es ist so wunderschön geworden. Das war auch echt eine Menge Arbeit. Aber jetzt habe ich mein Öko-Zertifikat. Und das würde ich gerne mit euch feiern. Sag, sind wir die Ersten? Normalerweise bin ich immer der Letzte. Seid die Ersten und die Einzigen. Nur wir drei Musketiere. Ist echt viel zu lange her, seit wir drei das letzte Mal richtig zusammen waren. Das stimmt. Aber an mir lag's nicht. Jonas hier ist die treulose Tomate. Ja. Ich bin eben ein schwer arbeitender Mann. Apropos, ich habe immer gehofft, dich mal auf einer Bühne zu sehen oder in einem Hollywood-Blockbuster. Konnte ja keiner ahnen, dass du den Cowboy nicht spielen willst, sondern gleich selber einer wirst. Vielleicht hättest du ihn mal anrufen sollen. Ich wusste immer über Svens Pläne Bescheid. Der alte Roller. Darf ich eine Runde fahren? Ja, soll ich dir nicht erst das Zimmer zeigen, oder? Nee, später. Hat sich ein bisschen verändert, die Kleine, was? Nee. Zum Glück. Annika? Annika! Oh, hi. Hi. Also, das ist Annika Pettersson, meine Praktikantin. Ihre Familie kommt aus Hallingwort. Annika, das ist mein Freund Jonas. Ach so, ja. Du bist doch Jonas Berger, dieser Rennfahrer. Das ist dein Freund? Mhm. Bist du ein Autogramm? Sag mal, kennst du eigentlich deine Ökobilanz? Ich meine, weißt du, was diese Autos an Abgasen in die Luft pusten? Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Aber der Methanausstoß von Kühen ist auch nicht ohne. Also, jedenfalls ist Jonas unser Gast. Und er ist mein Freund. Und Freunden verzeiht man bekanntlich alles. Ne? Auch ihren Benzinkopf. Und wie sieht's aus? Willst du vor dem Abendessen eigentlich noch bei deinem Vater vorbeischauen? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht morgen. Was wird das Gutes? Ich lass mir was einfallen. Ich koche auch für Rennfahrer. Oh, coole Nummer. Thank you.
Ehrlich gesagt habe ich nie ganz verstanden, warum du nicht bei deinem Vater eingestiegen bist. Na ja, Pläne ändern sich, oder? Sag, was? Das? Das ist Frodo. Frodo? Mhm. Mein Gott, ist der süß. Ich habe ihn mit der Flasche großgezogen. Komm her, Frodo. Hallo. Hallo. Ja, ich hab leider nichts. Hab ich was? Dein Zertifikat. Du hast dir wirklich ein Paradies geschaffen. Super, dass du kein Schauspieler geworden bist. Ja. So ein Thema, mein Lieber. Du hast es wirklich geschafft. Wie meinst du das? Ich meine, sieh ihn dir an. Er sieht gut aus. Er wirkt zufrieden. Und alles um ihn herum scheint glücklich zu sein. Die Pferde, die Hühner, diese Annika und sogar das kleine Schwein. Es ist wirklich schade, dass wir das nicht vorher schon mal gemacht haben. Ja. Das Leben ist viel zu kurz, die Leute nicht zu sehen, die man am liebsten mag. Das finde ich auch. Aber du hast es ja gehört. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Tja, das Leben hat eben seine eigenen Regeln. Nämlich gar keine. Man will was und bekommt was völlig anderes. Wie auch immer, ich bin heilfroh, hier zu sein. Oh, da fühlen wir uns aber geehrt. Elin. Na, stimmt doch. Ich hatte schon gehofft, dass wir uns irgendwie öfter sehen. Dass wir in Kontakt bleiben. Und was hast du dafür getan? Ich meine, hast du mal versucht, mich anzurufen? Naja, jetzt haben wir es ja geschafft, ne? Und fühlt sich ja fast genauso an wie früher. Sogar eure nervigen Kabeleien sind noch dieselben. Jonas hat angefangen, auch wie immer. Ja, na klar. Für dich war ich immer schon der Böse. Hm, und ich die Langweilige. Ist doch gar nicht wahr. Nur weil ich einmal behauptet habe, dass du lieber deinen Kopf in die Bücher steckst, als einen drauf zu machen. Das hat er nicht so gemeint. Hat er wohl. Du warst immer der Lässige und ich war die kleine Streberin. Ja, aber eine süße Streberin, wenn ich mich recht erinnere. Was sagst du heute? So, bevor ihr zwei euch jetzt wieder die Köpfe einschlagt, ab aufs Boot, wir fahren zur Insel. Wie? Zelten? Ist nicht euer Ernst. Na, ist dir das nicht luxuriös genug? Du hast ja keine Ahnung. Als wir das letzte Mal hier waren, fanden wir Handys noch total peinlich. Das ist doch nicht so tragisch, das ist doch nur ein Tag, Mensch. Darf ich dich was fragen? Klar, alles. Warum hast du eigentlich nie geheiratet? Naja, vermutlich habe ich einfach nie die richtige Frau kennengelernt, was? Weißt du, als ich mich entschieden habe, den Hof von meinen Eltern zu übernehmen, da hat das absoluten Vorrang in meinem Leben gehabt. Und viele Frauen haben das nicht verstanden. Und du? Noch glücklich mit Frank? Ja, total. Wir verstehen uns gut, haben gemeinsame Pläne, arbeiten zusammen. Doch, ich würde sagen, wir sind sehr glücklich. Fehlen nur noch ein paar Kinder eigentlich. Schlechtes Thema? Hm. Ganz schlechtes Thema. Hast du eigentlich damals verstanden, warum Jonas dann nach der Uni nicht in die Molkerei von seinem Vater mit eingestiegen ist? Wahrscheinlich war es ihm zu langweilig oder zu anstrengend. Bürojob, 9-to-5, unglamourös, kein Abenteuer. Ich finde, Rennfahrer passt eigentlich ganz gut zu ihm. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wahrscheinlich muss man einfach das Beste machen aus dem, was man hat. Das klingt aber jetzt sehr langweilig. So, als ob man gar nichts entscheiden könnte. Ich weiß nicht, glaubst du das? Hast du ihm eigentlich jemals erzählt, dass du damals in ihn verliebt warst? Spinnst du? War ich überhaupt nicht. Ach, bitte, komm. Nein, war ich nicht. Bitte, ich bin noch nicht blind, ey. Nein, kein bisschen. Süße, du wirst hier gerade so ein ganz, ganz kleines bisschen rot. Bett ich nicht. Oh. Ich lasse dich hier sitzen und über mein Liebesleben spekulieren und nicht mehr diesen Spinner da retten. Hey, was macht ihr jetzt? Alles klar. Du bist meine Retterin. Weißt du was? Ich glaube, ich habe Ellen gesehen. Ellen? Ah, von den drei Musketieren. Ja, genau die. Sie noch Kontakt zu Jonas hat?
Findest du nicht, es wäre an der Zeit, jemanden anzurufen? Euer Streit ist so lange her. Ich will darüber nicht reden. Er ist dein Sohn. Was auch immer zwischen euch war, es muss doch zu bereinigen sein. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht bereinigen. Ihr habt seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mama hätte bestimmt nicht gewollt, dass du und Jonas... Lass deine Mutter aus dem Spiel! Mama hat meine Füße immer kalt abgeduscht, wenn ich nicht schlafen konnte. Meine Mama hat mich mal raus in den Garten gebracht, damit ich durch den kühlen Tau laufe. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Immer dann, wenn ich immer nicht verstanden habe? Kann ja nicht so oft gewesen sein. Es war sehr schön, sich daran zu erinnern, was wir damals miteinander hatten. Ich meine, wir haben ja nicht nur gestritten. Wir haben andauernd gestritten. Und Sven musste uns immer wieder versöhnen. Alles hier ist ganz besonders. Ja, Sven hat seinen Platz gefunden. Na, wenigstens einer von uns. Ich habe meinen Platz auch gefunden. Ja, dann ist ja alles gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist alles gut. Sehr sogar. Ich muss ins Bett. Schlaf gut. Gute Nacht. So, dann komm gut nach Hause. Und vergiss mich nicht. Werd ich nicht. Vielen, vielen Dank für alles. Es war wunderschön hier. Und ich verspreche dir, dass wir uns jetzt öfter sehen. Ja? Ja. Nächstes Mal bringe ich auf Franken. Mhm. Mein Lieber, vielen Dank für alles. Mach's gut. Halt die Ohren steif. Du auch. Nächstes Mal ein Steak von einer deiner prächtigen Kühen? Einverstanden. Fahr vorsichtig. Und bring sie sicher nach Hause. Mach dir mal keine Sorgen. Ich nehm den Bus. Ich fahr nicht mit dir. Ich dachte, du hast keine Angst. Hab ich auch nicht. Du darfst nicht immer alles auf dich beziehen. Tschüss, Jungs. Moment. Hier. Danke. Tschüss. Ciao. Hey, alles für mich? Ja. Vielen Dank. Grüß die Kratzbürste von mir. Hab mindestens 2 Kilo zugenommen von ihrem guten Essen. War nur ein Witz. War noch für... Elin! Elin! Hier, die sind noch für dich. Danke. Tschüss, Süße. Zum Benzinkopf. Das ist eigentlich ganz nett. Wer weiß es vielleicht noch nicht. Ich glaube, der hat sich ganz wohl gefühlt hier. Fährt er ein Autorennen? Keine Ahnung. So, komm, an die Arbeit. Machen wir gleich unsere Abrechnung? Ja, bin gleich fertig. Die Promotionsordnung? Willst du doch noch deinen Doktor machen? Ich denk drüber nach. Wird man das denn? Eigentlich eine Weile schon. Ich meine, ich habe ein super Staatsexamen gemacht. Und wenn ich dann promoviert habe, dann kann ich vielleicht doch irgendwann was anderes machen als Pillen verkaufen. Wusste ich nicht, dass du das so siehst. Ich dachte, es macht dir Spaß, mit mir zusammenzuarbeiten. Tut es doch auch. Ich wollte halt immer was anderes machen. Ich wollte Biologin werden, das weißt du doch. Ich habe also gedacht, wir stellen jemanden ein. So halbtags. Und das Kind? Elin, wie soll denn das alles funktionieren, wenn das Baby da ist? Naja, also im Moment bin ich noch nicht mal schwanger. Und wenn es dann doch klappt, dann... Das können wir doch regeln. Ja, Moment, ich gebe sie Ihnen. Ich habe den Namen ganz schlecht verstanden. Annika oder so. Annika? Ja, ich kann dich ganz schwer verstehen. Was? Nein. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Mhm.
Ich werde zu den nächsten Rennen einfach mitkommen. Ich meine, ich bin schließlich deine Managerin und es wird echt mal wieder Zeit, dass ich mit dabei bin an der Piste. Ja. Also, das ist eine gute Idee. Na klar. Du weißt, ich muss mich immer ziemlich konzentrieren und na, mit jemandem wie dir an der Strecke, da weiß ich nicht, ob ich die Spur noch halten kann. Danke dir. Jo. Mann. Gott. Genom det fagra riken på jorden går vi till paradis med sång. Liebe Gemeinde, mit Sven Karlsson verliert Sommerlund einen seiner meistgeschätzten Bewohner. Wir haben ihn für sein Mitgefühl und seinen Mut geachtet, bewundert. Und seine Freunde liebten ihn für seine Leidenschaft und seine Tatkraft. Sven ist nach kurzer, tapfer, erduldeter Krankheit leider viel zu früh von uns gegangen. Aber er bleibt für immer in unseren Herzen. Gott möge seine Seele aufnehmen. Amen. Wiedersehen, Ellie. Schön, dass du da warst, Per. Ich weiß doch, dass das Treffen mit dem Sponsor wichtig ist, aber ich brauche hier noch ein, zwei Tage. Okay? Mach's gut, ciao. Mein Beileid. Danke. Martin Jonas, es ist so viel Zeit vergangen. Glaubst du wirklich, alles wird besser, nur weil Zeit vergeht? Das, was du zu mir gesagt hast, wird nie besser, egal wie viel Zeit vergeht. Das ist so unfair. Ja, das ist es. Das Einzige, was uns vielleicht trösten kann, ist, dass Sven glücklich war. Er war ganz und gar zufrieden mit sich und seinem Leben. Das ist wichtig, weißt du? Dass man die Zeit, die man hat, genießen kann. Warum hat er uns denn nicht gesagt, dass er krank ist? Er hat sich wirklich nichts anmerken lassen. Er war wie immer. Vielleicht ein bisschen müde. Aber ich dachte, die Arbeit ist halt schwer. Er war ein unglaublich starker Mann. Endlich war alles so, wie er sich das vorgestellt hat. Hier mit dem Hof. Dann stirbt er an einem Hirntumor. Ist doch unfassbar. Ja, das ist es. Liebe Elin, lieber Jonas, es mag für euch vielleicht ein bisschen überraschend sein, aber ich wüsste niemand anderen, dem ich meinen geliebten Bauernhof vermachen könnte. Er soll mit sämtlichen Ländereien und tierischem Bestand zu gleichen Teilen an dich, Elin, und an dich, Jonas, gehen. Ich bin sicher, dass ihr nach bestem Wissen mit meinem Lebenswerk umgehen werdet. Was hat er sich dabei gedacht? Was soll ich mit einem Bauernhof? Ich habe mein Leben in Stockholm. Das kann ich doch nicht einfach so aufgeben. Wie hat er sich das vorgestellt? Ja, der war nicht ganz bei sich. Der Notar sagt, er war im Vollbesitz seiner Kräfte. Ja, aber wieso tut er das dann? Kann ich etwa Kühe melken oder etwa du? Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen verkaufen. Er kann doch nicht einfach so in unser Leben eingreifen. Na gut, dann suchen wir einen Makler und beenden dieses Kapitel. Der Hof hier war Svens Traum. Das war alles, wofür er gelebt hat. Und das Einzige, was von ihm bleibt. Elin, du hast keine Ahnung von Landwirtschaft. Ich noch viel weniger. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das endet in einer Katastrophe. Und damit wäre Sven auch nicht gedient. Abgesehen davon, ich muss nächste Woche nach Mexiko. Und dann nach Osaka und Dubai. Du drückst dich.
komisch, dass mich das gar nicht überrascht. Entschuldige? Ja, ist doch so ein Muster von dir. Dein Vater und eure Molkerei, die hast du ja auch im Stich gelassen. Da seid ihr ja! Die Kühe müssen noch gemolken werden. Ja, gibt's da keine Maschinen, die das erledigen? Ich zeig dir schon, wie es geht. Jetzt kommt! Hey, um 5 wollte dich die Frau Lund vom Jugendamt abholen. Sie angerufen, ihr gesagt, ich muss euch erst alles zeigen. Los jetzt! Na los! Ja, aber Moment! Los! So, na komm! Morgen stehen. Annika, stopp, stopp. Wie stellst du dir das vor? Das muss doch irgendwie gehen. Sven vertraut darauf. Ich glaube, das wird ein wenig zu viel. Diesen Verkauf morgen, den blasen wir mal ab. Ich kümmere mich um die Hühner. Ich sei fit, aber das ist echt hart. Was werdet ihr eigentlich mit dem Hof machen? Elin hat doch Biologie studiert, ihr könnt ja... Elin lebt in Stockholm und ich habe auch einen Job, Annika. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Hof zu verkaufen. Ihr wollt den Hof verscherbeln? An irgendeinen Deppen, den ihr nicht mal kennt? Das ist doch echt ätzend. Es ist vernünftig. Klug, pragmatisch, nötig, wie auch immer du es nennen magst. Ich habe doch selbst keine Ahnung, was Sven sich dabei gedacht hat, uns als Erben einzusetzen. Ihr solltet einfach mal euer Hirn einschalten. Oder ist deins von den Benzindämpfen vernebelt? Was ist denn hier los? Erkläre ich dir beim Essen. Ich lade dich ein. Und Annika? Die hat keinen Hunger. Herr Berg? Drin. Hallo. Es ist eine Freude, Sie hier bei uns mal wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön, freut mich auch. Guten Tag. Hallo. Ja. Darf ich vorangehen? Selbstverständlich. Wie Sie an den Tisch Ihres Vaters bitten. Was? Danke, wir haben es uns gerade anders überlegt. Komm. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Weißt du noch, als Sven einmal beim Segeln über Bord gegangen ist? Oh ja. Und du musstest reinspringen und ihn wieder rausfischen. Nein, nein, nein. Du bist doch reingesprungen und hast ihn wieder rausgezogen. Stimmt. Und er hat nicht aufgehört zu lachen. Ja. Oh ja. Schon komisch, dass wir ihn nicht mehr wiedersehen. Wollen wir uns setzen? Erzählst du mir, warum du nicht mit deinem Vater sprichst? Er ist so traurig. Wie er dich anschaut, das ist schrecklich. Wir haben jetzt wirklich andere Probleme als meinen Vater. Ich denke, ich werde erstmal hierbleiben. Ich finde, das sind wir Sven schuldig und ich brauche das auch für mich. Was jetzt nicht heißt, dass ich finde, dass du auch hierbleiben musst. Ich habe Verpflichtungen und Verträge, die ich einhalten muss. Ich kann da unmöglich aussteigen. Klar. Ich meine, was meint Frank dazu, dass du hier bleibst? Ja, wir müssen halt sehen, wie wir das mit der Apotheke regeln. Entschuldigung. Bobby. Meine Managerin. Ich rufe später zurück. Na, die hat dich ja sehr gut im Griff. Sie organisiert mein Leben. Ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Ich meine, ich wäre woanders, aber nicht hier.
Es ist gut, dass ich hier bin. Ich meine, es ist richtig. Du komischer Kerl. Natürlich kann Annika bei uns ihr Praktikum fortsetzen. Wir brauchen sie wirklich. Ja, ich will es versuchen. Bis zum Ende der Ferien und wenn Ihre Pflegeeltern einverstanden sind. Vielen Dank für alles. Gerne. Elin? Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ja, wo steckst du denn? Du hast doch gesagt, dass du gleich nach der Testamentseröffnung losfährst. Ich weiß. Aber es ist alles gerade nicht so einfach. Sven hat Jonas und mir den Hof vererbt. Was? Wieso das denn? Was sollst du denn mit einem Bauernhof? Keine Ahnung. Ich schätze, wir werden ihn wohl verkaufen. Wohl? Ist doch völlig klar, dass ihr den Hof verkauft. Elin, ich brauch dich. Ich brauch dich hier. Wir haben eine Sommergrippe, weil ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß. Schätze, ich muss trotzdem noch eine Weile hierbleiben. Ich kann den Hof jetzt nicht einfach an irgendeinen Makler geben und der verkauft ihn dann weiter. Und außerdem gibt's auch noch Annika. Die braucht mich. Wenn ich hierbleibe, dann darf sie auch hierbleiben. Und ich mag sie wirklich sehr. Ehrlich gesagt, ich verstehe dich gerade überhaupt nicht, aber du musst wissen, was du tust. Frank? Ob er jetzt da oben ist? Ganz bestimmt. Er hat hier auf jeden Fall was Wunderbares hinterlassen. Und ich finde, es wirkt bei mir nicht. Ich brauche was Stärkeres. Ah, was Stärkeres. Schauen wir mal. Jonas. Elin. Sie kennen sie? Das kann man wohl laut sagen. Das gibt's ja nicht. Hallo. Mein Gott, was machst du hier? Ich dachte, du bist im Urwald und bei den Gorillas und so. Ja, und du irgendwo zwischen Paris und Dakar. Du bist ja sowas wie ein Nationalheld inzwischen. Ach was, das ist unglaublich. Ach so, Jonas Berggren. Wir sind zusammen in Sommerland auf die Schule gegangen. Das ist Frank, mein Mann. Freut mich. Hallo, freut mich sehr. Letztes Jahr Rallye Monte Carlo. Ich bin zwar nicht der große Fan von Autorennen, aber Sie sind mir natürlich ein Begriff. Kein Problem. Du hast mir gar nicht erzählt, dass ihr zusammen auf der Schule wart. Naja, ich hole ihm mal das richtige Schlafmittel. Ja, vielen Dank. Sag, wie kommt das? Hast du Pharmazie studiert? Nein, ich habe genau das studiert, was ich auch immer studieren wollte. Biologie mit Schwerpunkt Primatenforschung. Ich wollte auch eigentlich nach Borneo, aber ich habe Frank kennengelernt, verliebt, geheiratet, jetzt bin ich hier. Ja. Ist ja okay. Funktioniert halt nicht immer so mit den Träumen. Doch, mein Leben ist super. Ja? Ich arbeite gerne hier. Und wenn ich mich recht erinnere, sahen deine Träume ja auch anders aus, oder? Wolltest du nicht den Betrieb deiner Familie übernehmen? Es kommt, wie es kommt. Dafür fahre ich jetzt Auto durch die Sandkästen dieser Welt. Und vergnügst dich mit den Reichen und Schönen. Ach was, du siehst fantastisch aus, dass sich überhaupt nicht verändert. Wie konnten wir uns noch aus den Augen verlieren? So. Hier ist das Medikament, aber nur eine Tablette mit viel Wasser. Und nur, wenn es wirklich nötig ist. Alles klar, vielen Dank. Was schulde ich Ihnen? Oh, es geht aufs Haus. Oh, super lieb. Ja, dann. Tschüss. Ciao. Eine kleine Streberin. Bis bald. Danke. Wiedersehen. Für einen Rennfahrer ist er ja ganz nett. Jetzt mir ruhig erzählen können, dass du mit so einem VIP zur Schule gekommen bist. Ich gehe die Regale einräumen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Ja.
Entschuldigung, kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar. Dachte ich mir es doch. Hallo, Papa. Hallo, Michael. Gut, dass du da bist. Muss ich nicht zu dir rauskommen. Hör mal, ich habe eine Bitte an dich. Boston Food hat mir ein großartiges Angebot gemacht. Ich möchte meine Firma nicht verkaufen. Nein, 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 nein. Es geht nicht um die Firma. Es geht um mich. Sie haben mir die Stelle des Geschäftsführers in Europa angeboten. Papa, ich will dich wirklich nicht im Stich lassen. Aber das ist die Chance. Keine Sorge, ich finde einen Nachfolger für mich. Ach, Michael. Mir ist schon längst klar, dass es nicht richtig war, dich aus Amerika zurückzuholen, um ein mittelständisches Unternehmen zu führen. Du bist nun mal ein Global Player. Du musst zurück auf deine internationale Spielwiese gehen. Tom Hendricks wird sich sicher freuen, wenn du in seine Firma einsteigst. Auch ohne meinen kleinen Laden. Aber was wird aus unserem kleinen Laden? Ich meine, du hast dich zurückgezogen, weil dir alles zu viel wurde. Mach dir keine Sorgen, es wird mir schon irgendwas einfallen. Sicher? Ja, natürlich. Du musst deinen Weg gehen. Ich bin mir sicher, du bist ein ganz großer und ich werde sehr stolz auf dich sein. Oh Mann. Hey, Per. Hallo, Jonas. Ich dachte, wir sollten vielleicht doch mal reden. Freue mich, dass du hier bist. Als Kind hatte ich nichts lieber, als hier am Hof zu spielen. Oder mit dem Lastwagen mitzufahren, die Milch einsammeln. Und eigentlich habe ich nie etwas anderes gewollt, als hier mal in unserer Firma auch zu arbeiten. Weißt du, als ich es erfahren habe, dass deine Mutter mich betrogen hatte, ich dachte, meine Welt bricht zusammen. Ich habe einfach nur um mich geschlagen, blind vor Wut und habe vor allem dich getroffen. Ich war so stolz darauf, dein Sohn sein zu können. Aber als du mich fortgejagt hast, ich dachte, ich könnte dir das nie verzeihen. Und jetzt? Ich weiß nicht, aber ich denke, dass es an der Zeit ist, dass ich meinen Platz finden sollte. Und der ist ganz bestimmt nicht auf den Rennpisten dieser Welt. Du meinst wirklich, du würdest wieder zurückkommen in die Firma und zu mir? Papa, ich wollte eigentlich nie weg. Dann heiße ich dich herzlich willkommen zu Hause. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist, mein Sohn. Danke, Papa. Ist doch alles in Ordnung und es ist der richtige Zeitpunkt. Warum klappt's denn dann nicht? Vielleicht hat Frank Junior einfach keine Lust, im Winter geboren zu werden. Frank Junior, woher willst du wissen, dass es ein Junge wird? Männliche Intuition. Aber eine kleine Elin nehme ich genauso gern. So, komm. Wollen wir nicht heute hier bleiben? Komm, wir schwänzen. Wir fahren ans Meer. Wir könnten schwimmen. Und ein bisschen üben. Super Idee. Und die Apotheke? Hm? Bleibt einfach geschlossen? Entschuldigung, die Leute können auch einmal ihre Tabletten woanders kaufen. Elin, die Konkurrenz schläft nicht. Entschuldigung.
Jonas. Hey, Mia. Dein Gladiator meldet sich zurück aus der Wüste. Ich bin gerade in der Besprechung. Ich muss dich gleich zurückrufen, ja? Fängst du etwa so deine Sieger? Champagner solltest du über mich gießen. Ja, später. Jetzt komm. Also, wo waren wir gleich stehen geblieben? Okay, hier. So wird's aussehen. Das sind aber die Bilder vom letzten Jahr. Trotzdem haben Sie dann schon mal einen Eindruck. Entschuldigen Sie bitte, es geht gleich weiter. Nehmen Sie sich einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Und das ist wirklich ausgezeichnet. Sag mal, hey, Baby. Du lernst es nie, oder? Hallo. Komm. Hey, ich bin dein bestes Pferd im Stall, also habe ich auch ein Recht auf deine ganze Aufmerksamkeit. Außerdem habe ich während des ganzen Rennens nur an dich gedacht. Hey, sag bloß, du hast mich nicht vermisst. Na klar habe ich dich vermisst. Ich habe gerade eine Besprechung mit Söderlund. Und wenn wir den dir bekommen, dann können wir uns glücklich schätzen. Besprechung, das kannst du machen, wenn ich unterwegs bin. Sag mal, wann wirst du eigentlich endlich erwachsen? Was? Mein Job besteht hauptsächlich darin, dafür zu sorgen, dass es dir... Dass es mir gut geht, ich weiß. Und wenn du möchtest, dass ich die nächsten Rennen auch gewinne, musst du auch was dafür tun. Entschuldigung, wo ist der? Links. Danke. Okay, da musst du dich aber leider noch ein bisschen gedulden. Oh. Und wir haben 2 Wochen für das... Liebe Gemeinde, mit Sven Karlsson verliert Sommerlund einen seiner meistgeschätzten Bewohner. Wir haben ihn für sein Mitgefühl und seinen Mut geachtet, bewundert. Und seine Freunde liebten ihn für seine Leidenschaft und seine Tatkraft. Sven ist nach kurzer, tapfer, erduldeter Krankheit leider viel zu früh von uns gegangen. Aber er bleibt für immer in unseren Herzen. Gott möge seine Seele aufnehmen. Amen. Wiedersehen, Ellie. Schön, dass du da warst, Per. Ich weiß doch, dass das Treffen mit dem Sponsor wichtig ist, aber ich brauche hier noch 1-2 Tage. Okay? Mach's gut, ciao. Mein Beileid. Danke. Warte, Jonas. Es ist so viel Zeit vergangen. Glaubst du wirklich? Alles wird besser, nur weil Zeit vergeht? Das, was du zu mir gesagt hast, wird nie besser, egal wie viel Zeit vergeht. Das ist so unfair. Ja, das ist es. Das Einzige, was uns vielleicht trösten kann, ist, dass Sven glücklich war. Er war ganz und gar zufrieden mit sich und seinem Leben. Das ist wichtig, weißt du? Dass man die Zeit, die man hat, genießen kann. Warum hat er uns denn nicht gesagt, dass er krank ist? Er hat sich wirklich nichts anmerken lassen. Er war wie immer. Vielleicht ein bisschen müde. Aber ich dachte, die Arbeit ist halt schwer. Er war ein unglaublich starker Mann. Endlich war alles so, wie er sich das vorgestellt hat. Hier mit dem Hof. Man stirbt an einem Hirntumor. Ist doch unfassbar. Ja, das ist es. Liebe Elin, lieber Jonas, es mag für euch vielleicht ein bisschen überraschend sein, aber ich wüsste niemand anderen, dem ich meinen geliebten Bauernhof vermachen könnte. Er soll mit sämtlichen Ländereien und tierischem Bestand zu gleichen Teilen an dich, Elin, und an dich, Jonas, gehen. Ich bin sicher, dass ihr nach bestem Wissen mit meinem Lebenswerk umgehen werdet. Was hat er sich dabei gedacht? Was soll ich mit einem Bauernhof? Ich habe mein Leben in Stockholm. Das kann ich doch nicht einfach so aufgeben. Ich dachte, wir sollten vielleicht doch mal reden. Ich freue mich, dass du hier bist. Als Kind hatte ich nichts lieber, als hier am Hof zu spielen. Oder mit dem Lastwagen mitzufahren, die Milch einsammeln. Und eigentlich habe ich nie etwas anderes gewollt, als hier mal in unserer Firma auch zu arbeiten. Weißt du, als ich es erfahren habe, dass deine Mutter mich betrogen hatte, ich dachte, meine Welt bricht zusammen. Ich habe einfach nur um mich geschlagen, blind vor Wut, und habe vor allem dich getroffen. Ich war so stolz darauf, dein Sohn sein zu können. Aber als du mich fortgejagt hast, ich dachte, ich könnte dir das nie verzeihen. Und jetzt? Ich weiß nicht.
Aber ich denke, dass es an der Zeit ist, dass ich meinen Platz finden sollte. Und der ist ganz bestimmt nicht auf den Rennpisten dieser Welt. Du meinst wirklich, du würdest wieder zurückkommen in die Firma? Zu mir? Papa, ich wollte eigentlich nie weg. Dann heiße ich dich herzlich willkommen zu Hause. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist, mein Sohn. Danke, Papa. Ich wollte dir nicht wehtun. Aber du musst doch auch gespürt haben, dass wir schon lange nicht mehr richtig glücklich sind. Aber wir sind auch nicht unglücklich. Ich glaube nicht, dass das reicht, einfach nicht unglücklich zu sein. Wenn dieser verfluchte Bauernhof nicht dazwischen gekommen wäre, dann wären wir jetzt noch zusammen. Wahrscheinlich, ja. Aber nicht für immer. Irgendwann hätten wir gemerkt, dass es vorbei ist. Und was machst du jetzt? Du kannst doch nicht allen Ernstes diesen Bauernhof übernehmen. Doch. Genau das werde ich tun. Und ich werde meine Doktorarbeit schreiben. Frank, ich hoffe, dass du mir das irgendwann verzeihen kannst. Dass du mich vielleicht verstehst. Ich wünsche dir alles Gute. Elin. Ich dir auch. Dir ausgehandelt, dass ich hier bleiben kann. Oh. Also ich mache die Schule fertig, dann mache ich eine Lehre. Gratuliere, das freut mich aber. Sag, wo ist Elin? In Stockholm, bei Frank. Entschuldigung. Jonas. Hey, Mia. Dein Gladiator meldet sich zurück aus der Wüste. Ich bin gerade in der Besprechung, ich muss dich gleich zurückrufen, ja? Fängst du etwa so deine Sieger? Champagner solltest du über mich gießen. Ja, später. Also, wo waren wir gleich stehen geblieben? Okay, hier. So wird's aussehen. Das sind aber die Bilder vom letzten Jahr. Trotzdem haben Sie dann schon mal einen Eindruck. Entschuldigen Sie bitte, es geht gleich weiter. Nehmen Sie sich einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Das ist wirklich ausgezeichnet. Sag mal, hey, Baby. Du lernst es nie, oder? Hallo. Komm. Hey, ich bin dein bestes Pferd im Stall, also habe ich auch ein Recht auf deine ganze Aufmerksamkeit. Außerdem habe ich während des ganzen Rennens nur an dich gedacht. Hey, sag bloß, du hast mich nicht vermisst. Na klar, habe ich dich vermisst. Ich habe gerade eine Besprechung mit Söderlund. Und wenn wir den Deal bekommen, dann können wir uns glücklich schätzen. Besprechung, das kannst du machen, wenn ich unterwegs bin. Sag mal, wann wirst du eigentlich endlich erwachsen? Was? Mein Job besteht hauptsächlich darin, dafür zu sorgen, dass es dir... Dass es mir gut geht, ich weiß. Und wenn du möchtest, dass ich die nächsten Rennen auch gewinne, musst du auch was dafür tun. Entschuldigung, wo ist der? Links. Danke. Okay. Da musst du dich aber leider noch ein bisschen gedulden. Oh. Und wir haben 2 Wochen für das Rennen in Mexiko. Schade. Es gefällt mir irgendwie, dich hier am Felsen ein wenig zu bedrängen. Ja, reiß dich zusammen. Später. 10:00. Anstrengend sein, sich den ganzen Tag um sein Kind zu kümmern. Soll aber auch ganz schön sein, habe ich gehört. Wart's mal ab. Ich? Ich will doch keine Kinder. Spinnst du? Niemals. Wie alt bist du jetzt noch mal? 15. Dann warten wir so vielleicht 10 Jahre, dann sieht die Sache schon anders aus. Kinder haben ist auch was Schönes. Aber es hat manche Mütter sich auch in der Babyklappe abgeben. Ach komm, Annika. Ich weiß nicht, was deine Mutter für Probleme hat und warum sie dich weggegeben hat, aber eins kann ich dir sagen. Ich bin ganz froh, dass es dich gibt. Warum hast du keine eigene Familie? Ja, klappt eben nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. So, komm, Stein ausmisten. Grüßen Sie Ihren Mann, Frau Larsson, alles Gute.
Danke. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen fürchterlichen Jetlag. Ich kann nicht schlafen. Ich brauche ein Schlafmittel. Ja, da habe ich was. Das ist rein pflanzlich. Macht auch nicht allzu müde. Ja, das habe ich schon mal probiert. Das wirkt bei mir nicht. Ich brauche was Stärkeres. Ah, was Stärkeres. Schauen wir mal. Jonas. Ja. Trink schnell deinen Saft. Stimmt was nicht? Es hat wieder nicht geklappt. Müssen wir halt noch ein bisschen üben. Ich verstehe es einfach nicht. Bei uns ist doch alles in Ordnung und es ist der richtige Zeitpunkt. Warum klappt's denn dann nicht? Vielleicht hat Frank Junior einfach keine Lust, im Winter geboren zu werden. Frank Junior. Woher willst du wissen, dass es ein Junge wird? Männliche Intuition. Aber eine kleine Elin nehme ich genauso gern. So, komm. Wollen wir nicht heute hier bleiben? Komm, wir schwänzen. Wir fahren ans Meer. Wir könnten schwimmen und ein bisschen üben. Super Idee. Und die Apotheke? Bleibt einfach geschlossen. Entschuldigung, die Leute können doch einmal ihre Tabletten woanders kaufen. Elin, die Konkurrenz schläft nicht. Entschuldigung. Jonas. Hey, Mia. Dein Gladiator meldet sich zurück aus der Wüste. Ich bin gerade in der Besprechung. Ich muss dich gleich zurückrufen, ja? Fängst du etwa so deine Sieger? Champagner solltest du über mich gießen. Ja, später. Kindskopf. Also, wo waren wir gleich stehen geblieben? Okay, hier. So wird's aussehen. Das sind aber die Bilder vom letzten Jahr. Trotzdem haben Sie dann schon mal einen Eindruck. Entschuldigen Sie bitte, es geht gleich weiter. Nehmen Sie sich einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Das ist wirklich ausgezeichnet. Sag mal, hey, Baby. Du lernst es nie, oder? Hallo. Komm. Hey. Ich bin dein bestes Pferd im Stapel, also habe ich auch ein Recht auf deine ganze Aufmerksamkeit. Außerdem habe ich während des ganzen Rennens nur an dich gedacht. Hey, sag bloß, du hast mich nicht vermisst. Na klar habe ich dich vermisst. Ich habe gerade eine Besprechung mit Söderlund. Und wenn wir den Deal bekommen, dann können wir uns glücklich schätzen. Besprechung. Das kannst du machen, wenn ich unterwegs bin. Sag mal, wann wirst du eigentlich endlich erwachsen? Was? Mein Job besteht hauptsächlich darin, dafür zu sorgen, dass es dir... Dass es mir gut geht, ich weiß. Und wenn du möchtest, dass ich die nächsten Rennen auch gewinne, musst du auch was dafür tun. Entschuldigung, wo ist der? Links. Danke. Okay, da musst du dich aber leider noch ein bisschen gedulden. Oh. Und wir haben 2 Wochen für das Rennen in Mexiko. Schade. Es gefällt mir irgendwie, dich hier am Felsen ein wenig zu bedrängen. Ja, reiß dich zusammen. Später. Klar. Und was meint Frank dazu, dass du hier bleibst? Ja, wir müssen halt sehen, wie wir das mit der Apotheke regeln. Oh weh. Meine Managerin. Ich ruf später zurück. Na, die hat dich ja sehr gut im Griff. Ehrlich. Sie organisiert mein Leben. Ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Ich meine, ich wäre woanders. Aber nicht hier. Es ist gut, dass ich hier bin. Ich meine, es ist wichtig. Du komischer Kerl. Natürlich kann Annika bei uns ihr Praktikum fortsetzen. Wir brauchen sie wirklich. Ja, ich will es versuchen. Bis zum Ende der Ferien und wenn ihre Pflegeeltern einverstanden sind. Vielen Dank für alles. Gerne. Elin? Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ja, wo steckst du denn? Du hast doch gesagt, dass du gleich nach der Testamentseröffnung losfährst. Ich weiß, aber es ist alles gerade nicht so einfach.
Sven hat Jonas und mir den Hof vererbt. Was? Wieso das denn? Was sollst du denn mit einem Bauernhof? Keine Ahnung. Ich schätze, wir werden ihn wohl verkaufen. Wohl? Ist doch völlig klar, dass ihr den Hof verkauft. Elin, ich brauch dich. Ich brauch dich hier. Wir haben eine Sommergrippewelle. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß. Schätze, ich muss trotzdem noch eine Weile hierbleiben. Ich kann den Hof jetzt nicht einfach an irgendeinen Makler geben und der verkauft ihn dann weiter. Und außerdem gibt's auch noch Annika. Die braucht mich. Wenn ich hierbleibe, dann darf sie auch hierbleiben. Und ich mag sie wirklich sehr. Ehrlich gesagt, ich verstehe dich gerade überhaupt nicht, aber du musst wissen, was du tust. Frank? Ob er jetzt da oben ist? Ganz bestimmt. Er hat hier auf jeden Fall was Wunderbares hinterlassen. Und ich finde, seine Seele spürt man hier überall. Jonas. Elin. Sie kennen sie? Das kann man wohl laut sagen. Das gibt's ja nicht. Hallo. Mein Gott, was machst du hier? Ich dachte, du bist im Urwald und bei den Gorillas und so. Ja, und du irgendwo zwischen Paris und Dakar. Du bist ja sowas wie ein Nationalheld inzwischen. Ach was. Unglaublich. Ach so, Jonas Berggren. Wir sind zusammen in Sommerland auf die Schule gegangen. Das ist Frank, mein Mann. Freut mich. Hallo, freut mich sehr. Letztes Jahr Rallye Monte Carlo. Ich bin zwar nicht der große Fan von Autorennen, aber Sie sind mir natürlich ein Begriff. Kein Problem. Du hast mir gar nicht erzählt, dass ihr zusammen auf der Schule wart. Naja, ich hole Ihnen mal das richtige Schlafmittel. Ja, vielen Dank. Sag, wie kommt das? Hast du Pharmazie studiert? Nein, ich habe genau das studiert, was ich auch immer studieren wollte. Biologie mit Schwerpunkt Primatenforschung. Ich wollte auch eigentlich nach Borneo, aber ich habe Frank kennengelernt, verliebt, geheiratet, jetzt bin ich hier. Ja. Ist ja okay. Funktioniert halt nicht immer so mit den Träumen. Mein Leben ist super. Ja? Ich arbeite gerne hier. Und wenn ich mich recht erinnere, sahen deine Träume ja auch anders aus, oder? Wolltest du nicht den Betrieb deiner Familie übernehmen? Es kommt, wie es kommt. Dafür fahre ich jetzt Auto durch die Sandkästen dieser Welt. Und vergnügst dich mit den Reichen und Schönen. Ach was, du siehst fantastisch aus, dass sich überhaupt nicht verändert. Kommt, wir uns nur aus den Augen verlieren. So. Hier ist das Medikament, aber nur eine Tablette mit viel Wasser. Und nur, wenn es wirklich nötig ist. Alles klar, vielen Dank. Was schulde ich Ihnen? Es geht aufs Haus. Oh, ist aber lieb. Ja, dann. Tschüss. Ciao. Eine kleine Streberin. Bis bald. Danke. Wiedersehen. Für einen Rennfahrer ist er ja ganz nett. Hättest mir ruhig erzählen können, dass du mit so einem VIP zur Schule gekommen bist. Ich gehe die Regale einräumen. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Entschuldigung, kann ich ein Autogramm haben? Ja, klar. Dachte ich mir es doch. Ich glaube, ich habe Ellen gesehen. Ellen? Ah, von den drei Musketieren. Ja, genau die. Sie noch Kontakt zu Jonas hat? Findest du nicht, es wäre an der Zeit, jemanden anzurufen? Euer Streit ist so lange her. Ich will darüber nicht reden. Er ist dein Sohn. Was auch immer zwischen euch war, es muss doch zu bereinigen sein. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht bereinigen. Ihr habt seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.
Mama hätte bestimmt nicht gewollt, dass du und Jonas... Lass deine Mutter aus dem Spiel! Mama hat meine Füße immer kalt abgeduscht, wenn ich nicht schlafen konnte. Meine Mama hat mich mal raus in den Garten gebracht, damit ich durch den kühlen Tau laufe. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Immer dann, wenn ich immer nicht verstanden habe? Kann ja nicht so oft gewesen sein. Es war sehr schön, sich daran zu erinnern, was wir damals miteinander hatten. Ich meine, wir haben ja nicht nur gestritten. Wir haben andauernd gestritten. Und Sven musste uns immer wieder versöhnen. Alles hier ist ganz besonders. Ja, Sven hat seinen Platz gefunden. Na, wenigstens einer von uns. Ich habe meinen Platz auch gefunden. Ja, dann ist ja alles gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist alles gut. Sehr sogar. Ich muss ins Bett. Schlaf gut. Gute Nacht. So, dann komm gut nach Hause. Und vergiss mich nicht. Werd ich nicht. Vielen, vielen Dank für alles. Es war wunderschön hier. Und ich verspreche dir, dass wir uns jetzt öfter... Natürlich habe ich an dich gedacht. Ich habe mich gefragt, ob du mich verstehst. Hier auf Svens Hof, da habe ich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder Luft bekommen. Ich verstehe dich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich muss was Sinnvolles tun. Etwas, was nur mit mir zu tun hat. Was? Was? Kühe hüten, Schafe hüten? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich muss das rausfinden. Ob es mir passt oder nicht. Gut. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Ich werde jemanden einstellen. Rennfahrer hat Bestimmung gefunden. Mach dich ja nicht lustig. Ich finde, ich mach das schon ziemlich gut. Finde ich auch. Aber wenn ich das an die Boulevardpresse verkaufe, dann bin ich eine gemachte Frau. Ja. Und? Bleibst du hier? Eine Weile? Ja, ich komme hier irgendwie auch nicht weg. Oh. Oh. Ja. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, mein Name ist Isa Lund. Ich suche Frau Holgersson. Oder Herrn Berggren? Ich war gestern schon mal hier, aber es war niemand zu Hause. Es geht um Annika Pettersson. Um Annika? Gut, wenn Sie hier warten wollen, dann hole ich meine Frau. Sie ist nämlich an irgendwo im Stall oder so. Ach, nehmen Sie doch Ihr Platz. Ja, das mache ich, Herr... Holgersson. Herr Holgersson.
Frau Bäuerin. Na, warst du erfolgreich? Ja, sehr. Gut. Was ist jetzt los? Ach so. Vorsicht. Geht's? Verschwiegen? Quatsch. Annika? Annika! Oh, hi. Hi. Also, das ist Annika Pettersson, meine Praktikantin. Ihre Familie kommt aus Hallingwort. Annika, das ist mein Freund Jonas. Mm. Ach so, ja. Du bist doch Jonas Bergerin, dieser Rennfahrer. Das ist dein Freund? Mhm. Bist du ein Autogramm? Sag mal, kennst du eigentlich deine Ökobilanz? Ich meine, weißt du, was diese Autos an Abgasen in die Luft pusten? Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Aber der Methanausstoß von Kühen ist auch nicht ohne. Also, jedenfalls ist Jonas unser Gast. Und er ist mein Freund. Und Freunden verzeiht man bekanntlich alles. Ne? Auch ihren Benzinkopf. Und wie sieht's aus? Willst du vor dem Abendessen eigentlich noch bei deinem Vater vorbeischauen? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht morgen. Was wird das Gutes? Lass mir was einfallen. Ich koche auch für Rennfahrer. Oh, coole Nummer. Ehrlich gesagt, habe ich nie ganz verstanden, warum du nicht bei deinem Vater eingestiegen bist. Na ja, Pläne ändern sich, oder? Sag, was? Das? Das ist Frodo. Frodo? Mhm. Mein Gott, ist der süß. Ich habe ihn mit der Flasche großgezogen. Komm her, Frodo. Hallo. Hallo. Ja, ich hab leider nichts. Hab ich was? Dein Zertifikat. Du hast dir wirklich ein Paradies geschaffen. Super, dass du kein Schauspieler geworden bist. Ja. Santé, mein Lieber, du hast es wirklich geschafft. Wie meinst du das? Ich meine, sieh ihn dir an. Er sieht gut aus. Er wirkt zufrieden. Und alles um ihn herum scheint Glück. Kleiner Bescheid. Ja. Der alte Roller. Darf ich eine Runde fahren? Ja, soll ich dir nicht erst das Zimmer zeigen, oder? Nee, später. Hat sich ein bisschen verändert, die Kleine, was? Nee. Zum Glück. Verschwiegen? Quatsch. Annika? Annika! Oh, hi. Hi. Also, das ist Annika Pettersson, meine Praktikantin. Ihre Familie kommt aus Hallingwort. Annika, das ist mein Freund Jonas. Mm. Ach so, ja. Du bist doch Jonas Bergerin, dieser Rennfahrer. Das ist dein Freund? Mhm. Bist du ein Autogramm? Sag mal, kennst du eigentlich deine Ökobilanz? Ich meine, weißt du, was diese Autos an Abgasen in die Luft pusten? Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Aber der Methanausstoß von Kühen ist auch nicht ohne. Also, jedenfalls ist Jonas unser Gast. Und er ist mein Freund. Und Freunden verzeiht man bekanntlich alles. Ne? Auch ihren Benzinkopf. Und wie sieht's aus? Willst du vor dem Abendessen eigentlich noch bei deinem Vater vorbeischauen? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht morgen. Was wird das Gutes? Lass mir was einfallen. Ich koche auch für Rennfahrer. Oh, coole Nummer.
Ehrlich gesagt habe ich nie ganz verstanden, warum du nicht bei deinem Vater eingestiegen bist. Naja, Pläne ändern sich, oder? Sag, was? Das? Das ist Frodo. Frodo? Mhm. Mein Gott, ist das süß. Ich habe ihn mit der Flasche großgezogen. Komm her, Frodo. Hallo. Hallo. Ja, ich hab leider nichts. Hab ich was? Verschwiegen? Quatsch. Annika? Annika! Oh, hi. Hi. Also, das ist Annika Pettersson, meine Praktikantin. Ihre Familie kommt aus Hallenwart. Annika, das ist mein Freund Jonas. Mm. Ach so, ja. Du bist doch Jonas Bergren, dieser Rennfahrer. Das ist dein Freund? Mhm. Willst du ein Autogramm? Sag mal, kennst du eigentlich deine Ökobilanz? Ich meine, weißt du, was diese Autos an Abgasen in die Luft pusten? Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Aber der Methanausstoß von Kühen ist auch nicht ohne. Also, jedenfalls ist Jonas unser Gast. Und er ist mein Freund. Und Freunden verzeiht man bekanntlich alles. Ne? Auch ihren Benzinkopf. Und wie sieht's aus? Willst du vor dem Abendessen eigentlich noch bei deinem Vater vorbeischauen? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht morgen. Was wird das Gutes? Lass mir was einfallen. Ich koche auch für Rennfahrer. Oh, coole Nummer. Ehrlich gesagt habe ich nie ganz verstanden, warum du nicht bei deinem Vater eingestiegen bist. Naja, Pläne ändern sich, oder? Sag, was? Das? Das ist Frodo. Frodo? Mhm. Mein Gott, ist das süß. Ich habe ihn mit der Flasche großgezogen. Komm her, Frodo. Hallo. Hallo. Ja, ich hab leider nichts. Hab ich was? Dein Zertifikat. Du hast dir wirklich ein Paradies geschaffen. Super, dass du kein Schauspieler geworden bist. Ja. Santé, mein Lieber, du hast es wirklich geschafft. Wie meinst du das? Ich meine, sieh ihn dir an. Er sieht gut aus. Er wirkt zufrieden. Und alles um ihn herum scheint glücklich zu sein. Die Pferde, die Hühner, diese Annika und sogar das kleine Schwein. Es ist wirklich schade, dass wir das nicht vorher schon mal gemacht haben. Ja. Das Leben ist viel zu kurz, die Leute nicht zu sehen, die man am liebsten mag. Das finde ich auch. Aber du hast es ja gehört. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Tja, das Leben hat eben seine eigenen Regeln. Nämlich gar keine. Man will was und bekommt was völlig anderes. Wie auch immer, ich bin heilfroh, hier zu sein. Oh, ne. Ich wollte uns gerade den Kaffee. Annika muss zurück zu ihrer Pflegefamilie. Heute noch. Elin. Was? Sie tun mir einfach leid. Seit sie ein Baby ist, wird sie immer nur rumgeschubst. Ist doch furchtbar. Ja, das ist furchtbar, was ist passiert. Und du und ich, wir können es nicht ändern. Elin, du bist nicht ihre Mutter, auch wenn du das vielleicht gern wärst. Darum geht's doch überhaupt nicht. Sie war glücklich hier. Die Arbeit auf dem Hof ist genau das Richtige für sie. Sven hätte nicht gewollt, dass sie geht. Endlich auch mit diesem Mädchen. Sie geht zurück in ihre Pflegefamilie, ganz einfach. So, ich muss jetzt wirklich los. Elin,
Hör auf deinen Kopf und tu das Richtige. Annika? Wo bist du? Ich such dich überall. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Zu meinen Pflegeeltern. Weil ich habe gehört, was Brunund gesagt hat. Warum verabschiedest du dich denn nicht? Ich hätte dich doch nach Hause fahren können. Ich hasse Abschiede. Aber mach dir keine Sorgen. Ich mache mir aber Sorgen. Vielleicht können wir noch mal über alles reden. Es ist schon gut. Du willst den Hof ja eh verkaufen. Danke für alles, Edel. Mach's gut. Jetzt warte doch mal. Ciao. Es kann schon anstrengend sein, sich den ganzen Tag um sein Kind zu kümmern. Soll aber auch ganz schön sein, habe ich gehört. Wart's mal ab. Ich? Ich will doch keine Kinder. Spinnst du? Niemals. Wie alt bist du jetzt noch mal? 15. Dann warten wir so vielleicht 10 Jahre, dann sieht die Sache schon anders aus. Kinder haben ist auch was Schönes. Aber es hat manche Mütter sich auch in der Babyklappe abgeben. Ach komm, Annika. Ich weiß nicht, was deine Mutter für Probleme hat und warum sie dich weggegeben hat, aber eins kann ich dir sagen. Ich bin ganz froh, dass es dich gibt. Warum hast du keine eigene Familie? Ja, klappt eben nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. So, komm, Stein ausmisten. Grüßen Sie Ihren Mann, Frau Larsson, alles Gute. Danke. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen fürchterlichen Jetlag. Ich kann nicht schlafen. Ich brauche ein Schlafmittel. Ja, da habe ich was. Das ist rein pflanzlich. Macht auch nicht allzu müde. Ja, das habe ich schon mal probiert. Das wirkt bei mir nicht. Ich brauche was Stärkeres. Ah, was Stärkeres. Schauen wir mal. Jonas. Elend. Sie kennen sie? Das kann man wohl laut sagen. Das gibt's ja nicht. Hallo. Mein Gott, was machst du hier? Ich dachte, du bist im Urwald und bei den Gorillas und so. Ja, und du irgendwo zwischen Paris und Dakar. Du bist ja sowas wie ein Nationalheld inzwischen. Ach was. Unglaublich. Ach so, Jonas Berggren. Wir sind zusammen in Sommerland auf die Schule gegangen. Das ist Frank, mein Mann. Freut mich. Hallo, freut mich sehr. Letztes Jahr Rallye Monte Carlo. Bin zwar nicht der große Fan von Autorennen, aber Sie sind mir natürlich ein Begriff. Kein Problem. Du hast mir gar nicht erzählt, dass ihr zusammen auf der Schule wart. Naja, ich hole Ihnen mal das richtige Schlafmittel. Ja, vielen Dank. Sag, wie kommt das? Hast du Pharmazie studiert? Nein, ich habe genau das studiert, was ich auch immer studieren wollte. Biologie mit Schwerpunkt Primatenforschung. Ich wollte auch eigentlich nach Borneo, aber ich habe Frank kennengelernt, verliebt, geheiratet. Jetzt bin ich hier. Ja. Ist ja okay. Funktioniert halt nicht immer so mit den Träumen. Doch, mein Leben ist super. Ja? Ich arbeite gerne hier.
Und wenn ich mich recht erinnere, sahen deine Träume ja auch anders aus, oder? Wolltest du nicht den Betrieb deiner Familie übernehmen? Es kommt, wie es kommt. Dafür fahre ich jetzt autolos die Sandkästen dieser Welt. Und vergnügst dich mit den Reichen und Schönen. Ach was, du siehst fantastisch aus, dass sich überhaupt nicht verändert. Kommt, wir uns noch aus den Augen verlieren. So. Jonas! Michael hat mir gesagt, dass du noch hier bist. Ich habe mehrmals versucht, dich anzurufen. Ich habe dich auf die Mailbox gesprochen, aber du hast nicht zurückgerufen. Ich wollte dir sagen, dass es mir leid tut, wie wir damals auseinandergegangen sind. Und? Ist das alles? Mit dem Tod deiner Mutter ist mein ganzes Leben zusammengebrochen. Dann dieses Geständnis, dass. Und war das meine Schuld? Nein, weiß nicht. Aber du hast nur an dich gedacht. Und an deine gekränkte Eitelkeit. Und das soll ich dir jetzt verzeihen? Ich weiß, dass ich das nicht erwarten kann, aber vielleicht sollten wir doch mal miteinander reden. Glaube ich nicht. Frank, es tut mir leid. Ich bin im Moment total überfordert. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, was ich tun soll. Wenn du es nicht weißt, wie wäre es, wenn ich es dir sage? Du musst den Hof so schnell wie möglich verkaufen und in unser Leben zurückkommen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob unser Leben das richtige Leben ist. Unser Leben ist doch nicht falsch. Nein, natürlich ist es nicht falsch. Aber diese ganze Verbissenheit, mit der wir versucht haben, ein Kind zu bekommen. Ich frage mich, ob es da wirklich um das Kind ging oder einfach nur um uns. Seit ich hier bin, habe ich kein einziges Mal an ein Baby gedacht. Und an mich auch nicht? Doch. Natürlich habe ich an dich gedacht. Ich habe mich gefragt, ob du mich verstehst. Hier auf Svens Hof, da habe ich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit wieder Luft bekommen. Ich verstehe dich nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ich muss was Sinnvolles tun. Etwas, was nur mit mir zu tun hat. Was? Was? Kühe hüten, Schafe hüten? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich muss das rausfinden. Lass mal alles prüfen und durchrechnen. Du kennst mich. Wir sind zwar nicht einer Meinung, was die Zukunft der Firma betrifft, aber ich werde auch keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Außerdem, ich weiß, dass ohne deine Zustimmung gar nichts läuft. Das ist besser als jedes Fitnessstudio. Ernsthaft, ich spüre Muskeln, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie habe. Mann, lass mich mal machen. Hier, nimm mal. Danke übrigens, dass du mit Frau Lund vom Jugendamt geredet hast. Du kannst hier bleiben, solange ich hier bleibe. Aber das ist nicht für immer, das weißt du, ne? Nur bis wir eine bessere Lösung gefunden haben. Sven hätte nicht gewollt, dass ihr verkauft. Er wollte, dass wir alle hier bleiben. Du, Jonas, Bertil und ich auch. Na, Mädels? Guten Morgen. Ihr seid ja schon richtig fleißig. Tja, wir Bauern stehen mit den Hühnern auf. Ah ja. Was ist, willst du uns alleine schuften lassen? Hey, ich habe euch gesagt, ich muss zurück in die Stadt. Das ist doch bloß Muskelkater von gestern. Was? Sag, die zwei Kander. Hat Sven auch meinen Vater beliefert? Quatsch, die sind total alt, die stehen da nur noch so rum. Unsere Milch geht schon längst zu Millersohn, dieser Ökomolkerei in Martersund. Ist echt keine Ahnung. Sag mal, das wäre doch eine super Gelegenheit, die Kannen zurückzubringen zur Molkerei, oder? Wie, jetzt? Nee, ich muss jetzt los. Außerdem, die passen bestimmt nicht in mein Auto. Ha ha ha.
Komisch. Irgendwie ist alles so wie früher. So als hätte sich nichts verändert. Warum bist du damals weggegangen? Du warst doch immer so stolz, dass die Molkerei deiner Familie gehört hat. Ich weiß noch, du hast immer die ganze Klasse mit Joghurt versorgt. Oh ja. Ja, mein Vater. Ich meine, Per hat mir immer eine Palette mitgegeben, wenn ich ihn im Büro besucht habe. Mein Gott, das habe ich so geliebt, mit ihm durchs Werk zu gehen und die glänzenden Tanks. Und vor allem die Technik, die hat mich sehr beeindruckt. Dein Gladiator meldet sich zurück aus der Wüste. Ich bin gerade in der Besprechung. Ich muss dich gleich zurückrufen, ja? Fängst du etwa so deine Sieger? Champagner solltest du über mich gießen. Ja, später. Geht's gut. Also, wo waren wir gleich stehen geblieben? Okay, hier. So wird's aussehen. Das sind aber die Bilder vom letzten Jahr. Trotzdem haben Sie dann schon mal einen Eindruck. Entschuldigen Sie bitte, es geht gleich weiter. Nehmen Sie sich einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da. Und das ist wirklich ausgezeichnet. Sag mal, ich will dich. Du lernst es nie, oder? Hallo. Komm. Hey, ich bin dein bestes Pferd im Stapel, also habe ich auch ein Recht auf deine ganze Aufmerksamkeit. Außerdem habe ich während des ganzen Rennens nur an dich gedacht. Hey, sag bloß, du hast mich nicht vermisst. Na klar habe ich dich vermisst. Ich habe gerade eine Besprechung mit Söderlund. Und wenn wir den Deal bekommen, dann können wir uns glücklich schätzen. Besprechung, das kannst du machen, wenn ich unterwegs bin. Sag mal, wann wirst du eigentlich endlich erwachsen? Was? Mein Job besteht hauptsächlich darin, dafür zu sorgen, dass es dir... Dass es mir gut geht, ich weiß. Und wenn du möchtest, dass ich die nächsten Rennen auch gewinne, musst du auch was dafür tun. Entschuldigung, wo ist der? Links. Danke. Okay, dann musst du dich aber leider noch ein bisschen gedulden. Oh. Und wir haben 2 Wochen für das Rennen in Mexiko. Schade. Es gefällt mir irgendwie, dich hier am Felsen ein wenig zu bedrängen. Ja, reiß dich zusammen. Später. 10:00. Anstrengend sein, sich den ganzen Tag um sein Kind zu kümmern. Soll aber auch ganz schön sein, habe ich gehört. Wart's mal ab. Ich? Ich will doch keine Kinder. Spinnst du? Niemals. Wie alt bist du jetzt noch mal? 15. Dann warten wir so vielleicht 10 Jahre, dann sieht die Sache schon anders aus. Kinder haben ist noch was Schönes. Was hat manche Mütter sich auch in der Babyklappe abgeben? Ach komm, Annika. Ich weiß nicht, was deine Mutter für Probleme hat und warum sie dich weggegeben hat, aber eins kann ich dir sagen. Ich bin ganz froh, dass es dich gibt. Warum hast du keine eigene Familie? Ja, klappt eben nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. So, komm, Stein ausmisten. Und grüßen Sie Ihren Mann, Frau Larsson, alles Gute. Danke. Guten Tag. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Weißt du, was ich mir überlegt habe? Mhm. Ich werde zu den nächsten Rennen einfach mitkommen. Ich meine, ich bin schließlich deine Managerin und es wird echt mal wieder Zeit, dass ich mit dabei bin an der Piste. Ja. Also, das ist eine gute Idee. Na klar. Du weißt, ich muss mich immer ziemlich konzentrieren und... Na, mit jemandem wie dir an der Strecke, da weiß ich nicht, ob ich die Spur noch halten kann. Danke dir. Yo. An. Gott.
genom det fagra riket på jorden och vi till paradis med sång. Liebe Gemeinde, mit Sven Karlsson verliert Sommerlund einen seiner meistgeschätzten Bewohner. Wir haben ihn für sein Mitgefühl und seinen Mut geachtet, bewundert. Und seine Freunde liebten ihn für seine Leidenschaft und seine Tatkraft. Sven ist nach kurzer, tapfer, erduldeter Krankheit leider viel zu früh von uns gegangen. Aber er bleibt für immer in unseren Herzen. Gott möge seine Seele aufnehmen. Amen. Wiedersehen, Ellie. Schön, dass du da warst, Per. Ich weiß doch, dass das Treffen mit dem Sponsor wichtig ist, aber ich brauche hier noch ein, zwei Tage. Okay? Mach's gut, ciao. Mein Beileid. Danke. Martin Jonas, es ist so viel Zeit vergangen. Glaubst du wirklich, alles wird besser, nur weil Zeit vergeht? Das, was du zu mir gesagt hast, wird nie besser, egal wie viel Zeit vergeht. Das ist so unfair. Ja, das ist es. Das Einzige, was uns vielleicht trösten kann, ist, dass Sven glücklich war. Er war ganz und gar zufrieden mit sich und seinem Leben. Das ist wichtig, weißt du? Dass man die Zeit, die man hat, genießen kann. Warum hat er uns denn nicht gesagt, dass er krank ist? Er hat sich wirklich nichts anmerken lassen. Er war wie immer. Platz gefunden? Na, wenigstens einer von uns. Ich habe meinen Platz auch gefunden. Ja, dann ist ja alles gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist alles gut. Sehr sogar. Ich muss ins Bett. Schlaf gut. Gute Nacht. So, dann komm gut nach Hause. Und vergiss mich nicht. Werd ich nicht. Vielen, vielen Dank für alles. Es war wunderschön hier. Und ich verspreche dir, dass wir uns jetzt öfter sehen. Ja? Ja. Nächstes Mal bringe ich auf Franken. Mhm. Mein Lieber, vielen Dank für alles. Mach's gut. Halt die Ohren steif. Du auch. Nächstes Mal ein Steak von einer deiner prächtigen Kühe? Einverstanden. Fahr vorsichtig. Und bring sie sicher nach Hause. Mach dir mal keine Sorgen. Ich nehme den Bus. Ich fahre nicht mit dir. Ich dachte, du hast keine Angst. Hab ich auch nicht. Du darfst nicht immer alles auf dich beziehen. Tschüss, Jungs. Moment. Hier. Danke. Tschüss. Ciao. Hey, alles für mich? Ja. Vielen Dank. Grüß die Kratzbürste von mir. Hab mindestens 2 Kilo zugenommen von ihrem guten Essen. War nur ein Witz. War noch für... Elin! Hier, die sind noch für dich. Danke. Tschüss, Süße. So ein Benzinkopf. Der ist eigentlich ganz nett. Wer weiß es vielleicht noch nicht. Ich glaube, der hat sich ganz wohl gefühlt hier. Fährt er ein Autorennen? Keine Ahnung. So, komm, an die Arbeit. Machen wir gleich unsere Abrechnung? Ja, bin gleich fertig. Die Promotionsordnung? Willst du doch noch deinen Doktor machen? Ich denke drüber nach. Was nennt man das denn? Ach, eigentlich eine Weile schon. Ich meine, ich habe ein super Staatsexamen gemacht. Und wenn ich dann promoviert habe, dann kann ich vielleicht doch irgendwann was anderes machen als Pillen verkaufen. Wusste ich nicht, dass du das so siehst. Ich dachte, es macht dir Spaß, mit mir zusammenzuarbeiten. Tut es doch auch. Ich wollte halt immer was anderes machen. Ich wollte Biologin werden, das weißt du doch. Ich habe also gedacht, wir stellen jemanden ein. So halbtags. Und das Kind? Elin, wie soll denn das alles funktionieren, wenn das Baby da ist? Naja, also im Moment bin ich noch nicht mal schwanger. Und wenn es dann doch klappt, dann... Das können wir doch regeln. Holgersson? Ja? Moment, ich gebe sie Ihnen. Ich habe den Namen ganz schlecht verstanden. Annika oder so. Annika?
Ja? Ich kann dich ganz schwer verstehen. Was? Hast du eigentlich damals verstanden, warum Jonas dann nach der Uni nicht in die Molkerei von seinem Vater mit eingestiegen ist? Wahrscheinlich war es ihm zu langweilig oder zu anstrengend. Bürojob, 9-to-5, unglamourös, kein Abenteuer. Ich finde, Rennfahrer passt eigentlich ganz gut zu ihm. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wahrscheinlich muss man einfach das Beste machen aus dem, was man hat. Das klingt aber jetzt sehr langweilig. So, als ob man gar nichts entscheiden könnte. Ich weiß nicht, glaubst du das? Hast du ihm eigentlich jemals erzählt, dass du damals in ihn verliebt warst? Spinnst du? War ich überhaupt nicht. Ach, nein, war ich nicht. Nee, bitte, ich bin noch nicht blind, ey. Nein, kein bisschen. Süße, du wirst hier gerade so ein ganz, ganz kleines bisschen rot. Das werd ich nicht. Ich lasse dich hier sitzen und über mein Liebesleben spekulieren und ich werde diesen Spinner da retten. Alles klar. Komm her! Ich bin ein Retter! Du bist meine Retterin! Weißt du was? Ich glaube, ich habe Ellen gesehen. Ellen? Ah, von den drei Musketieren. Ja, genau die. Ob sie noch Kontakt zu Jonas hat? Findest du nicht, es wäre an der Zeit, jemanden anzurufen? Euer Streit ist so lange her. Ich will darüber nicht reden. Er ist dein Sohn. Was auch immer zwischen euch war, es muss doch zu bereinigen sein. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht bereinigen. Ihr habt seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mama hätte bestimmt nicht gewollt, dass du und Jonas... Lass deine Mutter aus dem Spiel! Mama hat meine Füße immer kalt abgeduscht, wenn ich nicht schlafen konnte. Meine Mama hat mich mal raus in den Garten gebracht, damit ich durch den kühlen Tau laufe. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Immer dann, wenn ich immer nicht verstanden habe? Kann ja nicht so oft gewesen sein. Es war sehr schön, sich daran zu erinnern, was wir damals miteinander hatten. Wir beiden zusammen. Doch, ich würde sagen, wir sind sehr glücklich. Fehlen nur noch ein paar Kinder eigentlich. Schlechtes Thema? Ganz schlechtes Thema. Hast du eigentlich damals verstanden, warum Jonas dann nach der Uni nicht in die Molkerei von seinem Vater mit eingestiegen ist? Wahrscheinlich war es ihm zu langweilig oder zu anstrengend. Bürojob, 9-to-5, unglamourös, kein Abenteuer. Ich finde, Rennfahrer passt eigentlich ganz gut zu ihm. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wahrscheinlich muss man einfach das Beste machen aus dem, was man hat. Das klingt aber jetzt sehr langweilig. So, als ob man gar nichts entscheiden könnte. Ich weiß nicht, glaubst du das? Hast du ihm eigentlich jemals erzählt, dass du damals in ihn verliebt warst? Spinnst du? War ich überhaupt nicht. Ach, bitte, komm. Nein, war ich nicht. Nee, bitte, ich bin noch nicht blind, ey. Nein, kein bisschen. Süße, du wirst hier gerade so ein ganz kleines bisschen rot. Das werd ich nicht. Ich lasse dich hier sitzen und über mein Liebesleben spekulieren und ich werde diesen Spinner da retten. Meine Retterin! Weißt du was? Ich glaube, ich habe Ellen gesehen. Ellen? Ah, von den drei Musketieren. Ja, genau die. Ob sie noch Kontakt zu Jonas hat? Findest du nicht, es wäre an der Zeit, jemanden anzurufen? Euer Streit ist so lange her. Ich will darüber nicht reden. Er ist dein Sohn. Was auch immer zwischen euch war, es muss doch zu bereinigen sein. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht bereinigen. Ihr habt seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen.
Mama hätte bestimmt nicht gewollt, dass du und Jonas... Lass deine Mutter aus dem Spiel! Mama hat meine Füße immer kalt abgeduscht, wenn ich nicht schlafen konnte. Meine Mama hat mich mal raus in den Garten gebracht, damit ich durch den kühlen Tau laufe. Ich habe sehr oft an dich denken müssen. Immer. Das ist doch bloß Muskelkater von gestern. Was? Sag, die zwei Kander. Hat Sven auch meinen Vater beliefert? Quatsch, die sind total alt. Die stehen da nur noch so rum. Unsere Milch geht schon längst zu Millersohn. Dieser Ökomolkerei in Martersund. Ist echt keine Ahnung. Sag mal, das wäre doch eine super Gelegenheit, die Kann zurückzubringen zur Molkerei, oder? Wie, jetzt? Nee, ich muss jetzt los. Außerdem, die passen bestimmt nicht in mein Auto. Alles so wie früher. So, als hätte sich nichts verändert. Warum bist du damals weggegangen? Du warst doch immer so stolz, dass die Molkerei deiner Familie gehört hat. Ich weiß noch, du hast immer die ganze Klasse mit Joghurt versorgt. Oh ja. Ja, mein Vater. Mein Per hat mir meine Palette mitgegeben, wenn ich ihn im Büro besucht habe. Mein Gott, das habe ich so geliebt, mit ihm durchs Werk zu gehen und die glänzenden Tanks. Und vor allem die Technik, die hat mich sehr beeindruckt. Jonas? Das gibt's ja gar nicht. Schön, dich zu sehen, Bruderherz. Siehst gut aus. Hey. Ellen? Hey. Ja, Sven hatte noch ein paar Milchkannen, die wollten wir zurückbringen. Mir leid, was mit Sven passiert ist. Wollt ihr nicht reinkommen? Na los, trink mir einen Kaffee. Dann musst du mir alles über dein spannendes Leben erzählen. Mann, Jonas, Papa wird sich freuen, dass du hier bist. Wir haben leider keine Zeit. Wir müssen echt zurück. Dass Sven euch den Hof vermacht hat, ist doch witzig. Rennfahrer mit Ökoherz. Finden deine Fans das nicht komisch? Ja, ich... Wir wollten einfach, dass Sven so verhalten bleibt. Das ist alles. Das heißt, dass man dich öfter hier sieht? Na, komm doch mal zum Essen vorbei, wenn du zurück bist. Mal sehen. Jonas! Ich habe keine Ahnung, was da war zwischen Papa und dir. Er spricht einfach nicht drüber. Vertragsstrafe auf mein Konto. Und auf das deines Sponsors. Hör zu, Jonas. Ich habe schon lange das Gefühl, dass du die ganze Sache eigentlich beenden willst. Bei all dem Erfolg. Du warst schon lange nicht mehr richtig bei der Sache. Herr Doktor der Betriebswirtschaft. Aber weißt du was? Vertrag ist Vertrag. Und du wirst diese Saison noch zu Ende fahren. Und was, wenn nicht? Dann zahlst du für den Rest deines Lebens. Okay. Diese Saison noch. Aber nach Monte Carlo ist Schluss. Mann, verdammt nochmal, Jonas, du kommst jetzt hierher. Du kannst nicht nach all den Jahren deinen Hauptsponsor einfach auf der Scheißpressekonferenz stehen lassen. Jonas, bitte. Du kommst jetzt hierher. Sofort. Okay, ich komme. Ich muss leider weg. Wegen deiner... Wie heißt sie doch gleich? Sie heißt Mia.
und sie ist nur meine Managerin. Aber Verträge sind eben Verträge. Da ist es ja wieder. Das wird schwierig und du haust ab. Du hast es mit deinem Vater gemacht und jetzt machst du es mit mir. Das Schlimme ist, dass du überhaupt nicht merkst, wie sehr du Menschen damit verletzt. Aber Elin, was zwischen mir und meinem Vater ist, hat absolut nichts damit zu tun, was zwischen uns passiert. Na und? Trotzdem haust du einfach immer ab. Und das mit deinem Vater, das wirst du noch bereuen. Dann geh. Geh zurück in dein altes Leben. Und komm nicht wieder. Das ist für uns alle das Beste. Hey. Hast du gewusst, dass du alles durcheinander bringen wirst? Jonas und mich, Annika, wir sind alle ganz schön durch den Wind. Hallo, Elin. Hallo, Per. Gut, siehst du, hast du. Das Landleben scheint dir zu bekommen. Das tut es, ja. Wie geht's, Jonas? Er ist abgereist. Wichtige Termine. Schade, dass ihr nicht mehr sprechen konntet. Ja, es ist schwierig. Nach so vielen Jahren, man weiß nicht, was man sagen soll oder... Aber du bist sein Vater. Jonas ist nicht mein Sohn. Ich habe es erst erfahren, als seine Mutter starb. Weiß er das? Ja, natürlich. Am Tag von Meyers Beerdigung habe ich es ihm gesagt.